Hallo Nerds, leider gab es bei dieser aktuellen Aufnahme kurzzeitig etwas Probleme mit dem Stream. Daher ist ein Teil der Antworten von Sven und Michael etwas verknarzt, aber man kann es, glaube ich, trotzdem hören. Das wird aber im Lauf der Aufnahme wieder besser. Jetzt viel Spaß mit den Trek Nerds und der letzten Folge von Star Trek Discovery. Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Wir gehen für euch in die Disco, damit ihr es nicht tun müsst. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Trek Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Willkommen von zu 30 Montag. Wir sind alle wieder da bei den Trek Nerds und heißen euch herzlich willkommen zum letzten Mal zu unserer Gesprächstherapie. Mit mir dabei, Fall Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Und sag doch nicht zum letzten Mal, damit forderst du es doch heraus, oder? Nee, ich glaube, dass das Thema ist wirklich durch. Und unter mir, das ist einfach unser Gast, der Sven. Hallihallo, du warst ja auch schon mal da. Hi, ja, danke, dass ich nochmal hier sein durfte. Darf. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Und natürlich auch herzlich willkommen an den Chat. Schön, dass ihr auch alle da seid. Lasst uns sprechen. Oder wie wir gerade eben schon gesagt haben, let's cry. Über 7 Jahre Discovery, 7 Jahre voller, naja, 7 Jahre halt. Wir werden drüber reden, wir werden über die letzte Folge Life Itself reden. Wir haben ein pickepackepolles Pad, der Aufruf vom letzten Mal, dass es doch wirklich toll wäre, wenn zum allerletzten Mal Discovery unsere Feedback-Box überquellen würde. Das ist, habt ihr fantastisch eingelöst. Wir werden also sehr, sehr viel Feedback heute besprechen über diese Folge, über diese Staffel werden wir sprechen. Wir wollen eure Meinung hören im Chat, also haut in die Tasten. Ich will natürlich hier auch diskutieren, was wir uns da und warum wir uns das jetzt da 7 Jahre gegeben haben. Den muss er aber einmal vorlesen, Entschuldigung, das ist für und, alle, die später hören. Genau, und der Abend voller Wortwitze, den ich schon eingeleitet habe, wird von unserem Chat hier schon weitergegeben. Sam Quassel, es ist Zeit, der Discovery die Sporen zu geben. Oh, und boy. Wieder mal ein Moment, wo ich mir denke, ich muss echt mal für nächste Staffel dann mal ein Soundboard machen. So, das Getränk des heutigen Tages gibt es auch. Das ist ein neues Altbier, was ich nicht kenne. Maxim alt. Wir werden sehen, wie es schmeckt. Ja. Ein neues Altbier ist auch ein sehr schöner Satz, das gefällt mir. Das hört nicht auf heute, es hört nicht auf. Michael, für alle, die aus irgendeinem Grund jetzt nicht wissen, was sie sonst noch von uns hören sollen, es geht ja weiter. Naja, es geht ja weiter. Bald sind wir, glaube ich, mit The Acolyte mal dran und anderen Sachen, die dazukommen, und zwar alles auf nerdizismus.de, denn Zuhörer, die schon immer dabei waren, wissen, da findet ihr alles, was ihr von uns lesen, hören und sehen könnt. Und das Wichtige, dort findet ihr auch alle Feedback-Optionen, die ihr uns geben könnt. Denn wir möchten euren Input haben. Sei es an die info@nerdizismus.de, per WhatsApp an die 015259647709. Gerne auch als Sprachnachricht, haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Oder diskutiert fleißig mit auf nerdizismus.de/Discord und rauft euch da die Haare aus, die mir schon ausgefallen sind. Und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback. Das gebt ihr am besten auf iTunes, auf Spotify, da könnt ihr da drauf gehen und Sterne vergeben. Ihr könnt es auf Podcast Addict machen, das heißt, ihr geht hier in euren Podcatcher rein, dann klickt ihr hier auf die Lieblingspodcasts eurer Wahl an und könnt dann hier oben einfach, Moment, könnt hier oben dann einfach Rezension schreiben. Das ist total einfach, also macht das mal, denn das hilft unserer kleinen Show wirklich hier. Bewertungen, da könnt ihr dann da draufklicken. Hier, ja, so könnt ihr da draufklicken und das hilft unserer Show wirklich allgemein, dass sie dann auch anderen Leuten empfohlen wird. Und an dieser Stelle natürlich nochmal der Hinweis auf Nerdy Christmas The Show am 22.06. um 15 Uhr, Achtung, um 15 Uhr in der Kaffeeklatsch Edition. Zu Gast ist diesmal die ganz fantastische Nina aka Edencraft. Das wird ein sehr, sehr lustiger Nachmittag werden, wo wir, glaube ich, ja, über viele, viele lustige Dinge sprechen werden. Wir werden lästern, wir werden lustige Zeitschriften durchblättern, wir werden Spiele spielen. Und das Schönste ist, wer im Cosplay kommt, der
zahlt nur die Hälfte, der kommt für lächerliche 10 Euro rein. Und den Link, den poste ich hier mal in den Chat, beziehungsweise ich sage ihn auch nochmal, rabbithole-theater.de/nerdychrismus am 22.06. Das wird ganz fantastisch werden. So. Und im Gegensatz zum letztwöchigen Japan-Tag bleibt man da auch einigermaßen trocken, bis auf die Getränke. Eieiei, es, ja, was soll ich sagen? Wir sind genauso schlecht. Da fällt mir schon gar nichts mehr ein. Eingefallen ist euch aber sehr viel. Und ich habe ja ein paar Social Media Posts gemacht auf Twitter und auf Instagram und so weiter. Und da habt ihr auch ganz, ganz fleißig drunter kommentiert. Und ihr könnt ja mal einfach mal so schauen, was so die Kommentare waren, zum Beispiel auf Instagram. Unter unseren Abschiedspost Bye Bye Star Trek Discovery, was waren eure Highlights? Also ich bin ja ganz klar Team KI-Würstchen, das war definitiv eins der Highlights dieser ganzen Serie, werde ich nie vergessen, KI-Würstchen. Wenn eins hängen bleibt, dann das KI-Würstchen. Krischer schreibt, danke für Strange New Worlds. Ja, stimmt, so kann man es auch sehen, ja. RK Portrait Fotografie schreibt, sorry, da waren keine Highlights dabei. Das einzig Gute, was ist die Serie entstanden, das ist Strange New Worlds. Da haben wir es nochmal. Melvin Fein schreibt, schlechteste Show in der Geschichte von allem. Ich vergieße keine Träne auf ein neues Star Trek. Blickart schreibt, Murks und Co. Stefan Leikens Hans schreibt, endlich ist es vorbei. Marcel schreibt, leider ist die Serie nach der ersten Staffel nur noch die Michael Burnham Show gewesen und lief gefühlt 4 Jahre lang zu lange. Von Kurtzmans kreativen Entscheidungen ist nichts zu sehen und zu reden. Ich hoffe ja immer noch, dass Paramount verkauft wird und die neuen Besitzer wieder mal Leute mit einem Plan an Track setzen. Ist gerade passiert. Gerade in der Sekunde. Nein, ist heute rausgekommen, dass Skydance Paramount übernehmen wird. Okay. Alle, die Sony und so, haben zwar auch Gebote abgegeben, aber Skydance, wo die sowieso schon mit kooperiert haben, die letzten x Jahre, die Star Trek-Filme, die ganzen Mission Impossible-Sachen, aber die haben wohl ein Gebot abgegeben, dass die Paramount einen Merger mit Paramount machen werden. Okay. Dann haben wir, wer hat noch? Actionkult. Ich habe die letzten beiden Staffeln nicht mehr geschaut. Immer dramatisiert, ein Tränenmeer, geschwollene Dialoge von erhabener Musik unterlegt. Nee, einfach nicht mein Geschmack. Buriko schreibt, ich persönlich habe die Serie nicht gebraucht, habe Staffel 5 die erste Folge gesehen und gleich wieder raus. Frage, wie viele Crewmitglieder der Brücke kennt ihr eigentlich schon mit Namen Lieutenant Detmer? Und dann hört es bei mir auch schon auf, ja, das haben wir ja schon mehrfach thematisiert. Alex Scherer schreibt, mir fehlt zwar noch die letzte Folge, aber es ist ein vermutlich wie bei einer Privatinsolvenz. Ich bin einfach nur persönlich erleichtert, dass es nun vorbei ist. Ich schätze die Serie dennoch für alles, was sie in Staffel 1 ausprobiert, außer dass in Staffel 1 ausprobiert worden ist und für Anson Mount als Captain Pike. Über den Rest legen wir lieber den Mantel des Schweigens. Der Chris Reelsen schreibt, die extreme Wokeness und das viele Geheul wurden irgendwann unerträglich. Aber es ist ja nicht nur so, dass der jetzt auch draufgehauen wurde, sondern es gab auch einen User auf X, der also sich bitterlich beschwert hat über mein Meme, 7 Jahre Danke für nichts. Er hat, jetzt muss ich es gerade nochmal eben raussuchen, gesagt, ja, ob man denn sozusagen, warum so viel Häme und dann noch draufhauen. So, es klang so ein bisschen, warum auf jemand, der am Boden liegt, noch draufhauen und draufschlagen. Ja, sicher. Kann man so machen oder kann man so sehen. Den Spin, den er dann allerdings hatte, weil ich ja dann geschrieben habe, Let's Cry, und das Meme war voll mit weinenden Bildern von Michael Burnham. Das ist wohl ein Narrativ, irgendwie die weinende Michael Burnham als Sinnbild für so die Agenda, die uns da aufgedruckt werden soll, und rechte Nerd-YouTuber, wusste gar nicht, dass sowas gibt, die machen das wohl. Also das ist wieder so, ne, der Aktivismus ist ein bisschen mit ihm durchgegangen, mit dem lieben Kollegen, aber sei es drum. Da muss ich einmal, darf ich da mal reinhaken? Ja, natürlich. Das Phänomen der sehr, sehr rechten YouTuber, das ist kein kleines Phänomen. Ich bin da vor allen Dingen in der Marvel-Bubble reingerutscht und das ist ziemlich krass. Es gibt viele sehr, ich nenne sie jetzt mal anti-woke, rechte, frauenhassende YouTuber, die vor allen Dingen so in der Gamer- und sehr viel Nerd-Szene zu finden
sind. Ich habe mittlerweile die ganzen Kanäle geblockt. Ich bin durch ein, zwei Videos mal in einen so einen Kanal reingerutscht und habe dann beim dritten Video gedacht, oh Mann, was wird denn hier für eine Scheiße erzählt? Das ist ein ganz großes Problem mit sehr vielen toxischen YouTubern, die Millionen von Abonnenten haben und da auch Scheiße verbreiten. Ja, klar, ist sicherlich auch, wie bei allem kann man ein Stückchen Wahrheit in vielen Dingen finden, aber so wie da das gewisse Leute, gewisse Stars und gewisse Serien zerrissen werden, das ist nicht mehr schön. Das ist einfach nur ein Sprachrohr der extrem toxischen rechten Szene. Da muss ich recht geben, weil da habe ich mich auch versucht, aus dem Algorithmus rauszuhalten, rutsche zwischendurch immer mal wieder, gerade durch so Nerd-Videos, ein bisschen da rein und klicke die dann direkt wieder weg. Ja, in dem Fall, ich gebe dir recht, stimmt, aber der Himmel bleibt halt blau, auch wenn es die AfD sagt, verstehst du? Ja. Also, und in dem Fall, ja, also es ist ein bisschen mit dem kleinen Kleintier Zoo-Wärter, nennt er sich, glaube ich, auf Twitter, also von daher, ja, ich weiß, worauf du hinaus wolltest, aber nein, mit der bist du bei uns völlig falsch und das ging dann doch ein bisschen übers Ziel hinaus, also von daher, da gehe ich nicht mit auf Twitter, aber wir haben natürlich auch ein paar Mails geschickt und bekommen und ich habe ja gesagt, wenn die Leute sich eine lange Mail ausdecken, dann wird es auch vorgelesen, zum Beispiel El Mercy diesmal. Hat er wirklich geschrieben. Hallo, ihr haltet ja wirklich eisern durch bei Disco, damit wir es nicht müssen. Trotzdem wieder super unterhaltsam, der Podcast. Ich bin schon gespannt auf die Finalfolge und habe was gelernt über die Webseiten von Dorfgasthäusern. Genau, im letzten Mal haben wir uns ja drüber ausgelassen. Was diese Prämisse von postapokalyptischen Serien angeht, dass die Menschheit nicht wieder auf die Beine kommt, ach, das ist auch vom letzten Mal, ganz genau. Da gibt es zwei Varianten. Entweder gibt es einen guten Grund, warum der Wiederaufstieg nicht gelingt. Wie in, oh, jetzt müsst ihr mir aber gerade mal weiterhelfen, in SEE. Was meint er mit SEE? Geht mal postapokalyptische Serien durch, die sich mit SEE abkürzen lassen. Ich überlege gerade. Chat, was könnte gemeint sein? Doch, irgendwas bei Apple Plus, genau. Ach, die Serie heißt so. Okay, wenn da drei Großbuchstaben stehen, dann denke ich, das ist das immer so eine Abkürzung. Ah, okay. Nee, mit Jason Momoa. Ach, das, ja, da kenne ich nur das. Die kenne ich nur vom Vorschaubild. Ich auch. Wo alle Menschen blind geboren werden oder in Snowpiercer, wo die Außentemperatur so um die minus 100 Grad liegt oder die andere Variante wie bei Fallout oder TWD. Es gibt Communities, die über Hightech verfügen, aber die alle geheim versteckt sind und so weiter und so weiter. Zur finalen Visco-Folge bin ich dann wieder dran. Okay, dann haben wir noch eine Mail vom Michael Kessler. Hallo ihr beiden, das ist eine längere Mail, da können wir, glaube ich, mal auf die Abschnitte eingehen. Mein dritter Versuch, eine Mail zu Discovery und zum Ende der Serie. Vorab, vielen Dank für eure Besprechungen und die gute Laune, die ihr mit bereitet habt. Es war großes Kino, herzlichen Dank. Ja, ich glaube, da können wir Discovery auch was dankbar sein, denn die Pointen haben sich immer von selbst geschrieben. Man musste sie sich wirklich nicht großartig aus den Fingern saugen. Und wir haben ja doch am Ende hier eine schöne, kleine, treue Community, die uns ja auch hoffentlich dann bei Acolyte und bei Strange New Worlds und wenn es jetzt auch mit unsere, geht Herr der Ringe weiter oder geht beides weiter, Herr der Ringe und Game of Thrones geht weiter, ne? Also von daher, uns geht ja der Stoff nicht aus. Also, was schreibt da der Kessler? Insgesamt ist Disco die erste Serie, bei der mich das Ganze drumherum, die Diskussionen und Meinungen weitaus mehr unterhalten haben, als das, was da über die Mattscheibe flimmerte. Vielleicht wäre ich sogar etwas wohlwollender mit der Serie umgegangen, wenn Alex Kurtzman und das Team dahinter nicht stets mit breiten Pinselstrichen zu oft zum Besten gegeben hätten, dass Discovery das Nonplusultra im Star Trek-Universum sei. Keine Ungerechtigkeiten mehr, keine sozialen Unterschiede mehr und so weiter und so weiter. Wenn man die Serie hasst, ist man ein alter, weißer Mann, der Veränderungen nicht gutiert. Gehen wir damit? Ich meine, vom Paramount-Marketing schon, ne? Also die haben ja, und Lucasfilm macht es auch gerade wieder, ne? Mit Acolyte, wo wir es gerade von hatten. Da gibt es auch schon wieder die Presseberichte. Ja, ganz starke und diverser Cast und starke Frauencharaktere. Und wer das nicht mag, der ist sowieso nur misogyn. Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Wahrscheinlich. Weil natürlich, wir haben eine sehr diverse Crew. Wir haben, glaube ich, eine der diversesten Crews, wenn man die Zusammenstellung nimmt im Trek-Universum. Und das ist ja okay. Aber wir haben es ja immer versucht, einigermaßen argumentativ zu untermauern, was wir halt behauptet haben. Wir haben ja nicht einfach nur so rausgehauen und es ist scheiße, sondern sind eher auf die
ja auf die Skripte, auf das Ganze, auf die Dialoge, auf die Handlung an sich eingegangen. Wir haben ja nichts gegen das Team, sagen wir mal so. Wir sind ja nie darauf gegangen und haben gesagt, die ist scheiße, weil die eine Frau ist und die ist scheiße, weil die farbig ist oder so. Da haben wir ja nicht mal ansatzweise gesagt. Wir haben gesagt, wie haben sich die Charaktere verhalten? Aus unserer Sicht, aus unserer sehr subjektiven Sicht, hier wieder das Subjektive drin. Und was fanden wir persönlich daran nicht gut? Und das sagen, betonen wir ja immer wieder, das ist ja unsere persönliche Meinung. Ganz genau. Wir versuchen sie einigermaßen objektiv zu verargumentieren, aber es ist weiterhin die persönliche Meinung. Deshalb, ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Sie versuchen es, Diversität mit reinzubringen und das ist ja auch nicht verkehrt. Ehrlich, wir sind 40, 50 Jahre, wurden in TV und Umgebung halt sehr stark auf nur die sehr stark weiße Zielgruppe eingegangen in sehr, sehr vielen Serien. Ist ja auch einfach so. Und dass jetzt das Pendel ein bisschen in die andere Richtung schwingt, ist völlig okay. Aber das waren ja am Ende auch nie unsere Kritikpunkte. Ob man es jetzt im Marketing da so drauf pushen muss und dann von einem vorgeworfen wird, dass man sehr woke ist, das ist dann auch wieder das Pendel, was so ein bisschen in die andere Richtung schwingt. Also denke ich, irgendwo dazwischen kann das schon liegen. Dann lese ich mal weiter. Indes vorbehaltlich, dass ich schlechte Serien nicht hasse, sondern einfach nicht schaue, mag ich als weißer heterosexueller Europäer auch keine Filme von Til Schweiger, die viele Parallelen zu Discovery aufweisen. Denn nur wenige Emotionen verkörpern können Protagonisten, Dialoge aus der Hölle, Schnittfehler und hektische Schnitte, um sich aus Drehbuchsackgassen durch Nichterklärungen zu befreien und Style over Substance. Bei Till wohnen alle im IKEA-Einrichtungshaus. Bei Discovery hat man immer das richtige Tool zur Hand. In beiden Fällen unterhalten sich dann minutenlang hübsche, geschminkte Personen mittels One-Linern, wie die Joss Whedon vor 25 Jahren mehr Jahren bei Buffy populär gemacht hat, in schönen Kulissen. Ein großer Unterschied zwischen Discovery und Till Schweigers Filmen ist jedoch, dass man in Discovery sich bitte mit dem korrekten Pronomen anredet und anscheinend, ich muss konstatieren, sehr viel Wert auf die korrekte Verteilung von Hautfarben legt. So fand es Martin Green in einem Artikel total interessant, Burnham mit einem Old White Man Rainer interagieren zu lassen. Okay, also da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Okay, na gut. Also ich habe es nie abgezählt. Ja. Wunderbarer Vergleich. Discovery ist das kein Ohrhasen von Star Trek. Und bei keine Ohrhasen war er noch gut. Ja? Aber also bei allen Negativen, was ich zu Discovery, also das jetzt mit Til Schweiger, also da möchte ich dann doch noch Star Trek verteidigen. Also so schlimm ist es dann doch nicht. Das ist nur ein Punkt, aber um es deutlich zu sagen, wenn wir es als Menschheit nicht bis zum 23. Jahrhundert aussortiert bekommen, was wir uns anhand von Melaninkonzentrationen einschätzen, dann bitte aus allen Rohren feuern, liebe Breen. Die Art der Herangehensweise, um Geschichten zu erzählen, möchte ich nicht mehr sehen. Dem Argument, Discovery hätte LGBTQAI+-Themen ins Star Trek-Universum gebracht, kann ich nur bedingt folgen. Es gab halt keine Plato-Stepchildren-Episode, die einen vergleichbaren Impact hatte und mir in Erinnerung geblieben wäre. Sexualität gehört zum Hintergrund eines Charakters, natürlich, aber sie sollte nie die einzige herausfragende Triebfeder sein, warum der Charakter Teil der Serie ist. Oder anders gesagt, ich finde es schade, dass die Diversität oft einer der wenigen Punkte bei Reddit-Diskussionen aufgeführt wird, weswegen Discovery mitsamt der serienimmanenten Mediokratät nicht abgesetzt werden könne. Das ging doch schon vor mehr als 20 Jahren bei Six Feet Under und vergleichbaren Serien besser. Hätte es nach 2005 und vor 2017 Star Trek-Serien gegeben, wäre mehr Diversität sicher ein Teil der Serien gewesen. Also da gehe ich ehrlich gesagt voll mit. Das ist ja halt genau der Punkt. Es machen halt andere Serien subtiler, besser und unaufgeregter. Und ich habe mir nochmal nehmen wir mal zum Beispiel den Charakter von Adira. Adira ist ja immer schlechter geworden. Die kam als sehr selbstbewusstes Mädel von der Earth Defense Force oder wie sich das nannte, auf das Schiff. Und am Ende war die ja völlig unfähig, irgendwas zu machen. Also andersrum, sie hat zwar dann Ideen gehabt, aber sie hat sich ja gar nichts mehr getraut. Die war ja völlig verunsichert. Genau, ja. Ja, da gab es doch dieses schöne Video bei YouTube, dass wenn man Discovery rückwärts gucken würde, wäre es die bessere Serie. Okay, worum geht's da? Das bezog sich auf alle Sachen. Wenn die Discovery ein Schiff aus der Zukunft wäre, wäre es auch besser zu erklären, warum sie
so übermotorisiert ist, um es mal so zu nennen, im 23. Jahrhundert und auch mit den Charakteren, dass die sich alle zurückentwickeln im Prinzip. Das ist. Stimmt. Tilly wird immer kräftiger. Sie hätte ja so als Ziel. Oh, das ist wieder Bodyshaming. Ei, das ist wieder. Ja, lesen wir mal weiter. Entschädigst du. Dann ist da noch dieser sektenartige Überbau. Wie steht's denn um Individualismus? Ich kann es nicht beantworten. Rainer musste in Staffel 5 weniger kompetent sein, sondern sich wie ein Klemmbaustein passgenau einfügen in die Crewstruktur der Discovery. Will man Individuen oder einen Haufen von Ja-Sagern? Hätte sich ein Odo, eine Kira, eine Dex, ein Worf so herunterbuttern lassen von Burnham? Das bildet den in mir weniger problembehafteten Momenten einen quasi religiösen Grundpfeiler. Aber Religion ist am Ende schließlich auch satisfaktionsfähig geworden. Ja, das habe ich ja gesagt. Das ist mir in dieser Staffel sehr sauer aufgestoßen. Habe ich, glaube ich, in der vorletzten Folge gesagt, dass hier Spiritualität und ey, wer das möchte, darf das ja gerne machen. Aber dass das in Star Trek jetzt gleichgesetzt wird mit Wissenschaft, habe ich schon ein bisschen ein Problem mit. Ja, ich finde es eher problematisch, ja, wie gerade schon gesagt wurde, dass es sehr einseitig zum Beispiel bei dem Rainer war. Wir hatten es ja immer schon, dass die neuen Crewmitglieder, sei es ein Worf bei DS9 oder sei es irgendwer anders, der dazugekommen ist, eine Ezri Dex, die reingekommen ist, die mussten sich halt auch dann anpassen an das neue Team, an die neue Crew, aber die haben auch sehr stark und deutlich stärker als Rainer hier noch ihre Perspektiven mit reingebracht. Er hat ja erst zum Ende hin, kam ja erst seine Breen-Geschichte so richtig hoch, aber er hat weniger die Discovery-Crew beeinflusst, als die Discovery-Crew ihn beeinflusst hat. Deshalb dieses Geben und Nehmen hat auch bei Discovery so ein bisschen in eine gewisse Richtung tendiert. Sven, ja. du holst zur Luft. Da muss noch was raus. Also ja, Spiritualität, ich meine, hatten wir ja bei DS9 auch, aber es war ja auf eine ganz andere Art und Weise. Es ist auch wieder so unschlüssig. Sie konnten sich dann auch nicht bei Discovery dazu entscheiden, jetzt ganz zu betonen. Sie wollten es auch da wieder irgendwie allen recht machen, aber irgendwie auch nicht. Es ist immer so lala, es ist nichts richtig. Okay, machen wir mal weiter. Vielleicht ist es diese emotionale Spiritualität, die bei Discovery. Ich meine, Discovery ist einfach weiterhin eine sehr emotionale Serie, die mehr nicht nach Logik geht, sondern nach Emotionalität. Und das hat auch in diesem Teil der Geschichte eine wesentlich höhere Priorität eingenommen. Das ist richtig. Mir ist noch wichtig zu sagen, schreibt der Michael, früher war auch nicht alles Star Trekiges Gold, was glänzt. Ja, nochmal, ne? Ich glaube, das müssen wir demnächst mal so als Disclaimer vor jede Folge packen. Das haben wir hier auch nie behauptet. Niemals, zu keinem einzigen Zeitpunkt. Gut. Erinnert euch, wie sich damals alle, die so alt waren, über Enterprise aufgeregt haben. Boah, wenn Enterprise im heutigen Zeitalter rausgekommen wäre, die Serie hätte so einen Shitstorm miterlebt. Weiß ich nicht, inzwischen würde ich es feiern wahrscheinlich. Es gab schlimme Episoden über alle Serien verteilt, ja. Jedoch haben entweder die Macher zumindest gesagt, dass eine Folge mies war. Maurice Hurleys Meinung über Shades of Grey ist immer noch amüsant nachzulesen. Oder die Autoren, Autorinnen haben aus der Kritik gelernt und spätestens daraus etwas Besseres geschaffen, wie Ira Burr mit Steven, mit DS9 als Ex-TNG-Autor. Das sehe ich bei den Dingen, die Kurtzman macht, leider nicht. Star Trek ist seiner Aussage nach eher eine Plattform, anstatt wie in den ersten 50 Jahren eine alte Unterhaltungsserie. Nur, mit Grüßen an die katholische Kirche, eine Plattform kann sich kaum derart selbst kritisieren, ohne dabei sich selbst stark vollends in ihrer Aussage zu invalidieren. Deswegen muss jegliche Kritik harsch angesprochen werden. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Und das hat man ja dann gesehen im Kontrast zu Lower Decks. Dass es ja geht und auch mit Abstrichen Strange New Worlds, was auch weiß Gott nicht perfekt ist, aber es geht ja und man merkt ja, dass aber in der Tat bei Discovery habe ich so, das war für mich auch teilweise so ein bisschen so eine Bockigkeit, also die ich da vielleicht auch reininterpretiert habe, aber das war so, nee, das machen wir jetzt partout nicht mehr so, bla, lassen wir jetzt, Ella Badge. Ja, also man muss ja erstmal auch sehen, wie viele Folgen hatten wir bei TNG etc. 170. Der Prozentsatz, dass da mal Scheiße dabei ist, ist natürlich ein anderer bei jetzt wie viele? 60 Folgen Discovery? Ja. 65. 65. Und bei der Witz ist ja bei Lower Decks, die wollen ja eigentlich
es war ja eigentlich nie als wirklich gute Serie ausgelegt, weil sie wollten witzig sein und ein bisschen, ne, hier Rick and Morty, wobei Rick and Morty ist natürlich eine gute Serie, aber da hat man das Gefühl... Rick and Morty-Macher dahinter, ne? Eben, genau. Aber sie machen einfach, weil sie es können, gute Folgen in 20 Minuten, aber bei Discovery hat man dann irgendwie das Gefühl, ja, okay, also erstmal, ihr redet nicht miteinander und dann guckt ihr, dass ihr alle eure Ideen reinbringt, aber nichts passt zusammen. Und ich meine, die ganze Staffel jetzt hätte eine E-Mail sein können. Also. Ja, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Kommen wir zum Schluss seiner Mail. Am Ende bleibt nach Discovery nur eine Serie zurück, die bar jeden eigenen Inhalts ist. Mit Staffeln, die inhaltlich Zweiteiler in alten Serien waren, mit viel Mystery Box. Die Serie stand auf den Schultern von Giganten, aus deren Repertoire, aus Hintergrund, Alienrassen und Geschichten sie sich kräftig bediente, ohne je selbst etwas zurückzugeben. Wenn dies das beste Star Trek aller Zeiten ist, dann bin ich der alte, weiße, uneinsichtige Mann, der seiner heranwachsenden Tochter eine andere Version lieber zeigt. Genug Episoden gibt's ja. Viele Grüße, Michael. Also hier im Chat wird ja auch gerade fleißig diskutiert, was jetzt für und wider spielt. Man stellt sich vor, die Autoren von Lower Decks bei Disco. Also ich glaube persönlich, dass Discovery eine Zeit gebraucht hat, um sich selber zu finden. Vor der dritten Staffel haben sie keinen klaren Weg gehabt. Sie waren im Prequel festgefangen und haben dann viele Geschichten ausprobiert. Dann haben sie sich so langsam gefunden und sind jetzt letztendlich auf einem Weg gewesen, den sie aber nicht fortführen durften und nicht fortführen konnten. Ob man mit diesem Weg jetzt einverstanden ist, ist ja eine ganz andere Sache. Die haben klar ihr eigenes Bild geschaffen. Und wie wir in Gesprächen auch mit anderen, zum Beispiel mit unseren Mädels, ja immer wieder festgestellt haben, es gibt ja durchaus ihre Fans von Discovery. Es gibt ja durchaus eine ganze Fanbasis, die Discovery sehr gut fand. Vielleicht ist es nicht die Serie, die jetzt das alte Publikum angesprochen hat, den alten weißen Mann, der es aus den 90ern mochte, so ungefähr übertrieben. Vielleicht, oder der eine andere Art von Serie mochte. Aber das muss ich zumindest Discovery am Ende lassen, dass sie doch eine Art roten Faden für sich selber, also dass sie sich thematisch gefunden haben. Und zwar dieses Emotionale und dieses sehr berührend Dramatische und dass es eine Michael-Show war am Ende. Was, wenn man jetzt nicht so viel vorwegnehmen möchte, ja das Ende einfach definitiv gezeigt hat, dass es im Prinzip Star Trek Burnham ist. Ja. Aber da können wir ja gleich noch zu. Aber ich glaube, bevor wir unser Fazit ziehen und wir schauen, ob wir in die 24% Audience Score dieser Staffel. Oh, die sind gestiegen? Ja, um 3%, von 21% auf 24%. Weil es vorbei ist jetzt wahrscheinlich. Ich weiß halt auch immer noch nicht, wo die 78% Critic Score herkommen. Aber gut, das können nicht unsere 80% sein. Ja, also wir steigen ein mit dieser lustigen Folge. Es sind ja alle in die TARDIS reingezogen worden. Und das Ganze hat dann, also da ist ja wieder alles drin, ne? Da ist ja 2001 drin, da ist hier The World Between Worlds von Star Wars jetzt drin, die Star Wars Rebels Geschichte, ja. Da ist der Bildschirmschoner von Windows mit den Rohren. Ja, stimmt, ja. Es sind sogar Spoiler mehr oder weniger für die Three-Body-Problem-Serie drin. Ja, es sind die gleichen Stockaufnahmen drin, wie auch bei Star Wars. Also man hat schön bei Shutterstock einfach noch ein paar Stockaufnahmen rausgeholt. Und es ist das gleiche Rätsel wie bei The 50s, dieser lustigen Reality-TV-Show auf Amazon Prime, die sehr, sehr lustig war, wo sie 50 Reality-Idioten in ein Schloss gesteckt haben und sie mussten Rätsel lösen. Und das Rätsel, das hier zu lösen ist, war ungefähr so auf dem gleichen Niveau. Ich meine, Cosimo ist dran gescheitert und hat fast geweint da dran, ja. Aber ja, dazu kommen wir gleich. Also jetzt sind sie da also drin in diesem Kontinuum oder wie auch immer man das nennt. Und man hat also diese 85 Minuten, die diese Serie dann am Ende noch bekommen hat, bei der ich ja ganz überrascht war. Wir haben im letzten Mal noch drüber überlegt, ne, wie wollen sie es denn bitte schaffen, diese ganze Geschichte hier jetzt in 45, 50 Minuten zu Ende zu bringen. Ha, sie haben dann 85 gekriegt. Gut, die letzten 20 davon waren dann auch eigentlich wieder unnötig, aber okay. Ich habe halt im Grunde genommen
mir gedacht, so guck mal, noch eine Zeitlupe und noch eine Zeitlupe und noch eine Zeitlupe. Damit hast du schon wieder 5 Minuten rausgeholt, ohne irgendwas zu erzählen. Okay. Und ich habe diesen Raum auch irgendwie gar nicht verstanden. Aber sei es drum. Was ich aber von euch mal wissen wollte, warum kloppt sich denn die Moll noch mit dem, mit Michael Burnham? Ich hab das verstanden. Es ist ja viel besser. Es ist ja nicht, dass Moll sich mit ihr kloppt. Es ist ja, Burnham geht ja komplett unvermittelt einfach hin und kloppt sie von den Beinen, um dann 2 Minuten später zu sagen, bitte, das muss doch nicht so sein. Wir müssen uns doch für ja mal zusammenraufen. Danke, habe ich also, genauso gesehen. Danke. Da habe ich mich auch gefragt, wieso? Wieso fängt die da an? Und dann am Ende sagt sie, lass uns doch in Frieden Kumbaya leben, so ungefähr. Das muss doch so nicht sein, ja. Damit sie ihren Anime-artigen Kampf da durchziehen können. Also ist mir gar nicht aufgefallen. Michael fängt an? Michael fängt an, ja. Echt? Okay. Komplett. Also sie haben sich gerade geeinigt, so wie, komm, wir machen jetzt mal ein bisschen Ruhe. Und dann geht Burnham hin und haut sie von den Beinen. Genau, gerade die Waffen weggesteckt, gerade gesagt, lass uns zusammenarbeiten und dann reden sie ein bisschen und dann denkt Michael scheinbar, kann sie es doch nicht anders lösen, als sie zu überwältigen. So eine hinterhältige Piep, ja, da muss ich vielleicht gerade irgendwie Flaschen eingeräumt haben, aber in der Tat, ich guck's gerade, genau, richtig. Sie ist eigentlich hier die Böse, genau. Sie holt sie rückwärts von den Beinen. Ja, da habt ihr vollkommen recht. Da habe ich in dem Moment wahrscheinlich gerade gar nicht hingeschaut. Ja, und dann fliegen sie so in Inception-Manier durch die Gegend. Und ich meine, das sieht ja, das muss ich ja wirklich dieser Staffel lassen. Bei den Visual Effects haben sie dieses Mal wirklich, da waren keine wirklichen Schwächen dabei. Ganz ehrlich. Findest du wirklich? Ja, fand ich wirklich. Also ich fand, es war an manchen Stellen ein bisschen billig und diese ganzen. Ist halt over the top. Ja, ja, und die bunten Wälder, die taten irgendwann in den Augen weh, also. Nee, es ist halt kreativ nicht gut, weil wir machen die Wälder bunt, indem wir halt einen Farbfilter hochdrehen. Ja, ich rede aber jetzt so von den, zum Beispiel, wie die hier da in durch den Raum fliegen und so, das war schon okay und auch okay. Die Schnitte und so weiter, das meine ich jetzt und auch die Außenaufnahmen und so weiter, das fand ich jetzt wirklich. Also wenn ich mir da zum Beispiel The Marvels ins Gedächtnis rufe, da sah das ja richtig beschissen aus und das war Hunderte Millionen Dollar Budget Hollywood-Blockbuster. Also das war an der Stelle eigentlich dann doch schon mal ganz okay. Aber da sind wir wieder bei dieser Kamera, die halt einfach Zeitlupen macht ohne Ende. Ja, also man kann ja mal ein Bullet Time oder eine Zeitlupe einsetzen, so wie man das halt im Matrix mal gemacht hat, wenn ich was hervorheben will. Aber einfach nur, wenn irgendjemand irgendwo runterfällt. Und jetzt sehe ich hier, wenn ich nochmal die Folge nebenher laufen lasse, dass ja dann mit Moll auch gleich nochmal so eine Superheldenlandung hinlegt. Da weiß ich halt manchmal ehrlich gesagt nicht, ob die das jetzt noch ernst meinen oder oder ob sie sich halt schon selber auf die Schippe nehmen. Das war definitiv ein Problem in dieser Staffel, wo du das gerade, also Problem ist, aber was mir aufgefallen ist, sie versuchten es mit Humor, aber er war unpassend. Und deswegen kann man es nicht einordnen, ob das jetzt, wir machen das jetzt witzig oder wir sind einfach nur unfähig. Aber um nochmal kurz auf die Visuals zurückzukommen, ich war gleicher Meinung wie Chris, ich fand die auch auf jeden Fall stellenweise ziemlich gut, gerade diese Folge haben sie so gut hinbekommen. Ich fand diesen Raum auch in der Sphäre oder was sie jetzt so drin waren, fand ich auch gut umgesetzt. Also der Ansatz war ja wohl, ich würde vermuten, mehr Dimensionalität als drei Dimensionen zu zeigen. Also dass sie in einem mehrdimensionalen Raum sind und den können wir halt einfach nicht fassen, weil wir als dreidimensionale Wesen nicht wissen, was vielleicht die vierte Dimension dann noch mit reinbringt. So hatte ich das überhaupt nicht verstanden. Ich habe es ein bisschen so verstanden, aber okay. Vielleicht bin ich dann ein bisschen vorbelastet, gerade durch andere Sachen, die ich gelesen und gehört habe. Aber mir kam es so vor, dadurch, dass sie halt diesen Raum mit den verschiedenen Welten gemacht haben, möchten sie auch verschiedene Arten der Dimensionen zeigen. Kam mir sofort und ich fand es, sah gut aus und ich fand es auch sehr passend. Ich habe nur das Gefühl gehabt, dass sie sich noch nicht im Klaren darüber waren, welche Regeln sie diesen Räumen denn jetzt geben möchten. Also die haben sich da sehr stark widersprochen, gerade wenn sie sagen, was ist es denn jetzt? Sind es Welten, in die man runterhüpft und dann kann man wieder aus dem Tor raushüpfen und ist dann wieder plötzlich oben? Also einerseits hat Michael an einer Stelle einen schönen Windstoß genutzt und an einer anderen Stelle
ist sie einfach nur durchgegangen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also da haben sie sich sehr widersprochen in den Regeln, wie diese Dimensionstore oder Weltentore da eingesetzt worden sind. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Klarheit gewünscht, obwohl das ja wahrscheinlich sehr bewusst offen gelassen wurde. Ja, diese Tore hatten wir ja so ähnlich schon mal in TNG und da war das auch, da wirkte es mehr wie eine Tür, in die man auch rein und wieder rausgehen kann und nicht, also dieses Runterfallen und dann mit Windstoß nach oben, also das ist ein bisschen seltsam. Aber okay, wenn jetzt, ja, es sah nicht unfassbar schlecht aus. Ich gebe das zu. Naja, ich habe mir halt nur gedacht, also, wie nochmal, das Schöne ist, wir können heute alles zum letzten Mal, hoffentlich alles zum letzten Mal sagen. Auch wenn ich das, was ich jetzt schon sage, schon 100.000 Mal gesagt habe in Bezug auf Discovery, hinterfrag es halt nicht. Ja, das sind keine Sets, keine Welten, die da gemacht sind, um hinterfragt zu werden. Weil meine Frage war dann zum Beispiel, ja, das heißt, diese Tore sind immer offen. Da müssen doch schon unzählige von Mensch oder Wesen, Tieren, was auch immer, aus Versehen in diesen Raum da reingefallen sein. Ja, also da kann ja ehrlich gesagt gar kein Mangel an Progenitoren-Ersatz gegeben haben. Denn wenn das ja immer offen steht und man da hin und her hüpfen kann, dann geht das ja relativ einfach. Es ist nicht eher so, dass es, also ich habe es dann auch wieder als Versuchswelten verstanden, dass sie dadurch halt Experimente durchgeführt haben auf diesen kleinen Welten, die sie sich selber geschaffen haben, ist das richtig? Oder die haben ja nicht nur Tore zu Welten geöffnet, sondern die haben sich diese Welten quasi kreiert. Oder habe ich das falsch verstanden? Also ich hätte es so verstanden, dass das alles schon da war und da überhaupt nicht erklärt okay. wurde, wo das alles herkommt, weil die Progenitorin, war das das richtige Wort? Ja. Ja. Ja, dann meinte, ja, wir haben das alles gefunden und es war schon da und wir wissen eigentlich auch nicht, wer es gemacht hat. Was halt auch ziemlich, ja, das war halt auch so unnötig. Also warum diese Entwertung? Es ist immer eine Stufe nochmal nach oben. Ja, ja. Also völlig, ich weiß halt auch nicht warum. Weil sie sich davor gescheut haben, eine definitive Antwort zu geben. Hätte ja durchaus sein können, die Progenitoren waren die ersten, die Progenitors, die auf diese, in diesem Universum da waren. Und deshalb wollten sie eine Verbindung schaffen. Aber sie haben sich halt am Ende eine Hintertür übergelassen und haben gesagt, ja, wir waren die Ersten, aber da war ja schon was da vor uns. Ja, aber wenn ich Schiss davor habe, dann mache ich die Storyline halt gar nicht erst. Ja, das ist das Seltsame. Und die Progenitors sehen weiterhin für mich ganz stark 1:1 das Make-up der Gründer. Ja gut, das war ja in der TNG ja die identische Schauspielerin, meine ich. Ja, aber wenn sie die, wie die Gründer aussehen, dann sollte man da noch, ja, ist egal, ist Discovery muss da keinen Sinn in dem Fall machen. Aber ja, es ist so ein bisschen, ich halte mir die Tür offen für was Größeres, was dahinter kommt, weil ich möchte ja nicht Gott erklären, weil Gott braucht ja kein Raumschiff. Ja. Ja. Ja, aber jetzt sind wir, ich glaube, ich habe es beim, als ich das erste Mal dabei war, schon wieder gesagt, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wir denken uns selber bessere Sachen aus, als wir gesehen haben. Natürlich. Also, von daher, auf jeden Fall, ich fand, dass das, dieses gelobte Land, da sah alles ein bisschen aus wie ein holländisches Tulpenfeld und dann waren da diese Haufen, das erinnerte mich an die eine Szene aus Jurassic Park mit dem gigantischen Dino-Scheiße-Haufen, das war auch, ich weiß nicht, es war teilweise hübsch, aber auch teilweise seltsam. Also ich fand am Ende die Ideen dafür nett, die sie da reingebracht haben, aber wie bei vielen Dingen in Discovery, was wir ja auch immer mal wieder kritisiert haben, es werden Ideen in den Raum geworfen, aber diese Ideen werden nicht ausgeführt oder man nimmt sich geht wieder einen Schritt zurück. Und das ist bei den Progenitors genauso. Es werden interessante Konzepte und Ideen in den Raum gebracht. Wir können uns aber jetzt nur in den letzten 10 Minuten mit der Auflösung beschäftigen und die Auflösung ist dann doch am Ende keine Auflösung. Wie wir das letzte Mal ein bisschen vermutet haben, ich hatte ja gesagt, das wahre Ziel ist die Freundschaften, die wir auf den Weg gemacht haben. Mhm. War es ja nicht ganz, aber trotzdem hat Michael ja weiterhin nicht die Technologie annehmen wollen, weil die Technologie zu schlimm, zu groß, zu mächtig für alle war. Das ist ja auch so ein Rückzieher. Sie nutzen diese Technologie nicht, weil sie zu viel Respekt davor haben und einfach nur das Schlimme darin sehen. Das wäre ja, das ist auch klar, verstehe ich den Ansatz, den philosophischen Ansatz dahinter, aber auch hier kommt es einem wie ein Rückzieher vor.
Ja, im Chat wird geschrieben, das war da drin, das haben sie reingeschrieben, um die Religiösen nicht zu verärgern, damit die Amis es war Gott-Theorie drüber stülpen können. Hm. Sam Quassel schreibt, Who Watches the Watchers von 1989 war da mutiger. Aber wie viele wirklich religiöse Leute gucken denn Star Trek? Also so wirklich Hardcore-religiöse Leute? Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Ja. Ja. Also wenn das ein Versuch war, um irgendwie die Leute dazu zu kriegen, dann wird's ja wird schwierig, dass das da passiert. Also glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so. Ja. Bin mir auch ziemlich sicher. Nun gut, am Ende ist Michael dann doch the one, die Technologie annehmen darf, wo ich mich dann hier wiederum gefragt habe, sie haben doch in die Zukunft geschaut und sie haben doch geschaut, wie die Breen die Technologie bekommen hat. Wenn Moll das in diesem Universum nicht geschafft hat, das Rätsel zu knacken, wie hat sie das in einer alternativen Zeitlinie hinbekommen? Ja, aber ganz ehrlich, dieses Rätsel war doch jetzt mal verlaubt, das war doch ein Witz. Also das war doch und das ist doch, also samstags in der Brigitte ist ein schwereres Rätsel. Das war doch ein Scherz. Also wie kann man denn ernsthaft, also jetzt, wie kann man denn ernsthaft im Writers Room sitzen und das Rätsel zum Universum und alles andere und so weiter ist, also das ist ja 42 noch schwieriger. Ja? Jetzt mal ohne Witz. Also das kann, also da kann doch wirklich niemand davor sitzen. Und ich habe die Rezension der Kollegen vom Panel noch nicht gehört, aber nicht mal die können davor sitzen und sagen, dass das gut war. Also falls doch, dann habt ihr die Rezension vom Panel schon gehört? Schreibt mal rein, wie die es fanden. Nee, das war doch, ich hab laut gelacht. Also wirklich da waren wir laut gelacht. Da haben wir uns doch in den letzten Folgen schon drüber unterhalten. Dass nein, dieses Rätsel jetzt ganz konkret, das mit den Dreiecken. Das war doch albern. Das also Rätsel mit den Dreiecken war doch das lächerlichste überhaupt. Das machst du doch in der Grunderkarte. Deine Tochter löst sowas in der vierten Klasse. Aber kennt ihr dieses Meme mit der einen Frau, die da kommentiert, wo jemand in diese Kinderspiele mit diese Square Hole, diese Kiste mit, daran erinnerte mich das, wo dann jeder die Bauklötze dann immer in das falsche Loch reinwirft. Und so sah das von unten auch aus mit diesen Dreiecken. Ich dachte erst, da müssten die jetzt irgendwas reinstecken, weil das sehr, dann, ich weiß nicht, das war echt. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, da sitzen die doch im Writers Room und sagen doch auch, ah, fuck it, oder? Da sitzen die doch und sagen, ah, scheiß drauf, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, das ist mir jetzt hier alles viel zu blöd. Ja, das kann doch keiner ernst meinen und da kann doch auch wirklich niemand davor sitzen. Und wenn dann zeigt mir die Leute nochmal, der letzte Appell hier, dann zeigt sie mir, wer saß davor und hat wirklich spannend die Fingernägel kauend davor gesessen, ob das irgendwie funktionieren kann. Und wie kann man denn da so den Anspruch an sich selber haben, so eine scheiß Arbeit abzuliefern und das für gut zu befinden? Oder hat man wirklich im Writers Room dann schon gesagt, ach scheiß drauf, wir haben einfach keinen Bock mehr. Und wir machen jetzt hier, was liegt da noch rum? Ah, hier sind so 50 Plexiglas-Dreiecke, was machen wir damit? Ein Rätsel. Ja, habe ich aber gestern. Aber wie bei allem. Ja? Wie bei allen in dieser ganzen Schnitzeljagd, die hatten, die Rätsel waren ja nie schwer. Die konnten das nur in den bisherigen Folgen alles verbergen, weil sie Atmosphäre drüber geschmissen haben und sehr viel Plot drumherum. Das haben sie jetzt an dieser Stelle bei dem Rätsel nicht gemacht. Und da hat man mal gesehen, wie easy peasy die am Ende dann doch waren. Aber wie gesagt, meine Frage, wenn das Rätsel so einfach war und wenn Michael die alternative Zeitlinie gesehen hat, wo die Breen die Technologie hatten, wieso ist Moll dann nicht selber drauf gekommen? Also eigentlich hätte sie das ja auch lösen müssen hier. Eigentlich hätte diese Zukunft ja eintreten müssen. Und die hatte ja noch nicht mal die Tipps, die Michael ihr dann gegeben hat währenddessen. Ja, weil Moll musste ja, verstehst du, die ganze Szene war ja eigentlich Indiana Jones 3 im Raum in The World Beyond von Star Wars Rebels. Das war das, ja. Und die Moll musste halt dann jetzt dann den Walter Donovan machen und auf den prunkvollen Kelch zuflaufen, weil sie halt dumm ist, ja. Wobei ich ganz ehrlich glaube, so vage wie das Rätsel gestellt war, wer sagt denn, dass das jetzt falsch war, ja? Weiß ich nicht, ja. Also vielleicht war die deutsche Übersetzung auch nicht gut, keine Ahnung, wie das Rätsel auf Englisch gestellt wurde, aber so wie es auf Deutsch war, ein Teil aus den anderen schaffen, irgendwie sowas, ne? Ja gut, aber dann hat sie doch auch eine große Pyramide aus vielen kleinen Pyramiden geschaffen. Also warum soll das denn falsch sein? Ja, abgesehen davon, überall haben sie fancy-schmancy Hologramme und da jetzt dann nicht. Ja, naja, egal. Und dann kommt ich spiele gerade in meiner Meta-Quest spiele ich
Vacation Simulator. Mhm. Und da gibt es einen schönen Rätseltisch, wo man vorsteht an einem Strand, wo man aus einer Vorderseiten- und Draufsicht 3D-Modelle erstellen muss. Und das wäre was Cleveres dafür gewesen, irgendwie aus Bauplänen irgendwas zusammenzusetzen, damit man nicht falsch ist und vielleicht noch unter Zeitdruck. Da habe ich mir bei der Szene nämlich gedacht, das, was ich gestern im Vacation Simulator gespielt habe, war doch 10-mal anspruchsvoller als alles, was Michael da gerade machen musste. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es ist, ja. Also Endrätsel wie auf Wish bestellt, ja, ja. Im Chat geschrieben. Also, da kann man doch nicht ernsthaft sagen, dass das irgendwie auch nur ansatzweise spannend war. Und dann kriegst du da Elektroschocks und Ed Michael fasst die einfach mit bloßen Händen an. Gut, sie hat Handschuhe angehabt, aber das waren halt dann wahrscheinlich irgendwelche super hyper duper Handschuhe. Keine Ahnung, es ist einfach. Ich habe auch diese Endschlacht nicht verstanden. Könnt ihr mir mal das mit Saru erklären? Der hat also die große Primarchin. Blablabla, tralala, der hatte das einfach über Funk ausgeredet zu kommen und ist ja nicht gekommen. Okay. Weggeblufft. Weggeblufft. Ich habe den Bluff nicht verstanden. Erklärt mir den Bluff. Ich habe den Bluff nicht verstanden. War ich zu doof für. Der Bluff bestand einfach darin, dass die Föderation ja viel stärker ist, als die Breen glauben. Und deshalb sollten die sich nicht da einmischen. Also ungefähr. Das war der einzige Bluff, der damit reingebracht hat. Der hat ein gutes Pokerface gehabt, obwohl die sich, glaube ich, noch nicht mal gegenüberstanden und sein Gesicht sehen konnten. Ja. Viel, viel spannender fand ich hier in der großen Schlacht, und das ging mir tierisch auf den Keks. Das hatten wir aber auch schon mal, das hatten wir sehr oft schon in Discovery. Dass es dir auf den Keks geht, ja, allerdings. Wie kann man auf so einer Brücke während eines Endkampfes weiterspielen, wenn weiter operieren, wenn Flammen aus den Konsolen stoßen wenn nicht jemand von den Flammen von der Verpuffung umgeworfen wird, so ungefähr. Ja. Die Sparks vom Alten, die ganzen Steine, Funken, die man immer schon mal hatte in irgendeiner Richtung, passt. Aber Flammenwerfer, wo du allein von der Hitze einmal versenkt wirst. Vielleicht sind die Flammenwerfer. Wie kann die Brücke weiter funktionieren dann? Vielleicht sind die Flammenwerfer einfach jetzt neue dreidimensionale Warnschilder für, wir haben roter Alarm. Weil sie sagen ja nicht mehr roter Alarm, also nur noch sehr selten. Aber welche Konsole, die muss jetzt einmal Feuer speien. Eine andere Technologie, die geht direkt drauf, wenn Feuer da ist. Aber das geht weiter. Aber die Flammenwerfer hatten sie auch in der Fantasiewelt, wo Michael dann war. Die kam dann ja auch das aus der einen Welt. Irgendwer hat sehr viel Propangas bestellt bei der Produktion und das muss weg. Ja, wirklich, so kommt es einem ein bisschen vor, ne? So kommt es einem wirklich ein bisschen vor. Die haben Retina-Tricorder, können aber nicht Plasmaleitungen im 32. Jahrhundert besser isolieren. Danke, Sam Squazzle. Ja, und Kalber, ne? Kalber hat Eingebungen. Ja, Kalber hat Eingebungen, danke. Kalber hat Eingebungen, die auch, ich will nicht sagen, aus dem Nichts kam, weil er ja vorher zweimal gesagt hat, oh, ich habe Kopfschmerzen. Aber auch aus dieser Geschichte mit, also erstmal nochmal, warum muss man eigentlich den Kalber damit belästigen und das zu machen, was Adira hätte machen können sollen, ne? Nämlich mit Erinnerungen von Symbionten strugglen, okay. Und dann so aus dem Nichts raus hat er halt dann so, ach, probier mal die Frequenz. Warum? Ich weiß es halt einfach. Und dann dieses, ich sag's dir jetzt nicht, von Charaktern in Content finde ich halt auch immer schlimm, ja. Also den Satz zu sagen, das weiß ich jetzt gerade nicht und dann halt später zu sagen, das hat mir der Journal warum sag's doch gleich, das dauert doch genauso lang. Und dann ist der Book unter Umständen vielleicht sogar ein bisschen mehr bereit, das jetzt zu machen, als vorher zu diskutieren, ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so sympathisch ich Benjamin Stöve finde, wenn ich ihn auf der FedCon ja ein, zwei Mal getroffen habe, aber die Stimme im Deutschen vom Dr. Kalber und wie es im Chat schon geschrieben wird, dieses Dauergrinsen, das ist schrecklich. Weißt du, wie der spricht? Wie so, ja, aber so spricht er auch im Original. Ja, ist aber schlimm. Wie so ein Evangelikaler, der es besser weiß, wenn du ihm damit kommst, dass die 10 Gebote alle Quatsch sind. Und dann guckt er dich so an und lächelt so und sagt, ja, auch der Herrgott wird dich finden.
Ja. So Quatsch, schrecklich, schrecklich. Wir wissen es ja, dass der Schauspieler es besser kann. Als er den Genal gespielt hat, da war der super drauf. Und dann ist er wieder zurück in den Kalber-Modus gegangen. Ja, oder wie es am Quassel schreibt, zum Ende der Discovery hätte Chris doch heute eine Flasche Kalberdos trinken können. Das ist wieder ein Festival der guten Laune hier. Chat, ihr macht uns Spaß. Vielen Dank dafür. Ja, nee, also das wirklich, das war auch am Ende, ich meine, nichts gegen den, nochmal, wir haben nichts, da spreche ich, glaube ich, für euch beide auf, wir haben ja nichts gegen einen einfühlsamen, verständnisvollen, empathischen Charakter. Das war Deanna Troi auch, ohne die ganze Zeit so zu sprechen. Ah, ja, nee, das, ich konnte da auch am Ende wirklich nicht mehr ertragen. Und ihr wisst, dass ich immer für Stamets und Kalber geroutet habe und auch ihr Adoptivkind Adira. Das waren für mich immer nach Ariam, ja, der beste Charakter oder an Bord. Aber also der Kalber ging mir wirklich jetzt echt mit dieser Gutmenschelei da, also schrecklich, mit dieser Gütefimmel. Also ganz, ganz grausam. Und naja, er ist Arzt. Wer weiß, was er sich reinhaut, damit er das erträgt. Also von daher. Und Stamets wird mal wieder seiner wissenschaftlichen Neugier beraubt. Konsequent in jeder Staffel. Ja? In jeder Staffel kriegt am Ende der Stamets eins über den Deckel und er darf nicht weiter forschen. Und er ist so innerlich tot. Er ist komplett innerlich tot. Also, okay, ja, das ist das größte Rätsel, was wir je hatten, aber... Mhm. Ja. Und warum vernichten die das? Die können es doch, die haben doch diesen tollen Tresor, wo auch das Skelett von Kirk drin ist, haben wir doch in Picard 3 gelernt. Ja? Naja, rein theoretisch haben sie es ja nicht vernichtet, sondern nur in ein schwarzes Loch geschmissen. Und wenn sich Star Trek mal wieder ein bisschen nach, darüber reden wir nicht, wissenschaftlichen Erkenntnissen gerichtet hätte, dann hätten sie sehen können, wie es sich verlangsamt und immer weiter da reinfällt, aber nie ganz drin ist. Und das Ding macht einfach plopp im schwarzen Loch. Also du kannst nicht sehen, wenn du Dinge beobachtest, die in ein schwarzes Loch hineinfallen, dann wirst du sehen, wie sie sich verlangsamen und weiter verlangsamen. Und du siehst nie den Punkt, wo sie ganz in einem schwarzen Loch verschwinden, wenn du sie beobachten würdest, weil das Licht einfach von da aus nicht mehr rauskommen kann. Und hier ist es, macht es einfach plopp. Ja, ganz genau. Es gab übrigens eine Auflösung auf Twitter von Seiten der Produktion, warum O. Washington und Detmar nicht dabei waren. Die Schauspielerinnen hatten terminliche Probleme und konnten nicht. Und die Glücklichen. Da habe ich mir dann, ja, und da habe ich mir dann aber auch irgendwie so gedacht, ja, dann nimmst du es aber halt in deiner Karriere auch nicht als allzu wichtig, ne? Also, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass irgendwie bei den alten Serien entscheidende Charakter wegen Terminproblemen, die sind halt mal schwanger geworden oder sie haben sich, wurden halt rausgeschrieben oder haben gesagt, sie haben keinen Bock mehr. Korrigiert mich, wenn das irgendwo war, ja. Aber. Mit Sicherheit wird es das auch irgendwo mal gegeben haben und wie ja, ich meine, mal für eine Folge oder so. Oder waren die halt mal zwei Wochen weg oder haben zwei, drei Folgen ausgesetzt. Aber ja, so gut. Ich meine, wir hatten es ja gerade erst bei Doctor Who, dass sie eine Folge hatten, wo der Doktor nicht vorkam, weil der Schauspieler anders war. Ich glaube, du hattest das gesagt letzte Woche auch. Der war noch bei Sex Education im Film. Und deshalb haben sie eine Folge quasi ihnen mehr oder weniger weggeschrieben. Gut, Anson Mount war in der letzten Staffel von New Worlds auch nicht so oft dabei, aber er war ja wenigstens dabei. Ja, man kann es ja wenigstens. Er hat halt nur gekocht, aber er war halt wenigstens irgendwie dabei. Aber ja, das führt mich dann dazu, was wir jetzt mal hatten. Ich möchte mal ein kleines Spielchen mit euch spielen. Mal gucken, wie gut wir jetzt die Crew kennen. Ja? Oh Gott. Und dann schauen wir einfach mal. Also fangen wir mal ganz einfach an. Wie heißt denn Stamets mit Vornamen? Paul. Bingo, ganz genau. Einen Punkt für Sven. Wunderbar. Der nächste ist auch einfach, den haben wir schon fast vergessen. Hieß mal Vok, aber wie hieß er denn als Mensch? Achso, Booker. Nee. Nein, hier der Klingone, der Ex-Klingone. Ja, nee, keine Ahnung. Ach, du gehst ganz zurück in die alten Staffeln rein. Ash Tyler hieß er. Ash Tyler. Ja, könnt ihr euch schon gar nicht mehr dran erinnern. Wie heißt denn Liebelein Kalber mit Vornamen? Die reden sich ja gegenseitig mit Vornamen an. Jetzt muss man sich nur dran erinnern, was sie sagen.
Ja, auch im Text dauert, auch im Chat dauert es sehr lange, bis irgendwie was drinsteht. Ja. Boah. Sag's Hugh heißt sagen, er. Aber Hugh, Dr. Ja. Hugh Calver. Ja. Hugh, genau. KI-Würstchen Nan hat gar keinen Vornamen. Die hat einfach nur Nan. Aber ihr könnt mir bestimmt sagen, wie Adira mit Nachnamen heißt. Letzte Woche alles noch gelesen. Also sie heißt das Gegenteil von Berg. Adira Tall. Genau, Adira Tall, ganz genau. Ja. Oh, du, das wär mal ein Nerd-Quiz, was ich vergeben würde. Das wär mal schön. Detmar, wie heißt sie mit Vornamen? Ich möchte Ariam Detmar sagen. Kayla heißt sie mit Vornamen. Kayla. Das kam nie vor, das hast du dir gerade ausgedacht. Nein, das ist wirklich. Sie heißt Kayla Detmar. Und O'Washington oder O'Washington? Die heißt Joanne, das weiß ich, dass ihr das nicht wisst. Aber ihr könnt mir doch bestimmt sagen, wer von den beiden der Steuermann ist, Detmar oder Washington? Beide, alles gleichzeitig. Eigentlich Detmar. Genau, Detmar ist Steuermann und Washington steht hier Einsatzoffizierin. Okay, wer sitzt denn bei der USS Enterprise an der COM, an der Kommunikation, bei der Discovery an der COM? Oder Saru. Na hier, dieses Wesen mit den verschiedenen Augenlidern. Ach, der Fischmensch. Später vielleicht mal, aber ist Ronald Altman Bryce. Ach ja. Die Sache mit Price und Bryce und. Genau, Dings nicht zu verwechseln mit dem taktischen Offizier, den kennt ihr natürlich auch. Ich musste gerade über den Kommentar lachen, irgendwie heißen die alle bei mir Michael mit Vornamen. Das ist sehr schön. Ja. Jen Rees. Als der taktische Offizier der USS Discovery. Ich sag euch das nur mal so ganz am Ende, nach 7 Jahren könnte man ja dann auch vielleicht mal so ein bisschen mit den Kollegen dann auch mal warm werden. Ja, ich meine, und so zieht sie es jetzt natürlich durch. Da könnten wir jetzt noch ganz, ganz viele andere nennen, aber ich denke, wir belassen es dabei. Ladies and Gentlemen, I rest my case. Witzigerweise hätte ich auch fast davon nichts gewusst. Jet Reno, ja, das wäre mir noch eingefallen. Und dass die Georgiou Philippa mit Vornamen heißt, das ist mir, da hätte ich auch noch dran gedacht. Aber ja, und das ist doch ehrlich gesagt doch wirklich bezeichnend. Und das ist für mich auch ein Punkt, wo ich sage, objektiv gesehen stimmt doch mit einer Serie was nicht, die du 7 Jahre lang guckst, wo du 63, 65 Folgen geguckt hast, ja, und du kannst danach einfach mit niemanden irgendwie bonden und deswegen hat mich auch dieses Ende dieser Serie halt völlig kalt gelassen. Ich will gar nicht sagen, dass es ein Scheißende war, es war halt nur absolut belanglos und es hat nicht mal einen Müh. Über welches von den 500 ja. M, die diese Folge hatte, redest du jetzt? Abgesehen. Also es war eine Mischung aus Harry Potter und Peter Jackson. Ja. Und noch mit einem schönen Filter drüber. Okay, so. Lass uns noch nicht springen. Also wir sind ja immer noch bei Indiana Jones 3. Genau. Da hatte ich ja wirklich dann die ich meine, wir hatten es in der letzten Folge diskutiert. Ich war ja der Meinung, dass die Michaela dann doch noch in die Göttlichkeit aufgeht. Und immerhin, es wurde ihr angeboten, aber sie hat es dann abgelehnt. Bei allem Größenwahn, wo ich vorher auch gedacht habe, das wäre irgendwie auch lächerlich, wäre das jetzt in der Nachbetrachtung das bessere Ende und der bessere Storyverlauf gewesen. Wenn sie es angenommen hätte. Wenn sie draufgegangen wäre. Nein, wenn sie es angenommen hätte. So weit möchte ich jetzt auch nicht gehen. Aber wenn sie es angenommen hätte, Wächterin zu werden, dann wäre sie halt. Aber das wäre ja dann wieder DS9-Kopie gewesen. Ja, mein Gott. Ne? Ja, irgendwas ist ja immer. Sie können es uns doch sowieso nicht recht machen, ja. Egal, was sie gemacht hätten, wir hätten uns doch sowieso beschwert. Naja, ich muss das noch, weil irgendwo zwischendurch mal der Begriff Hate Watch und so. Mhm. Diese Serie ist erstens nicht schlecht, weil sie divers ist, sondern Star Trek soll divers sein, das finde ich gut. Aber die Handlungen sind schlicht und ergreifend schlecht geschrieben und dass sie die Charaktere nicht entwickeln und so. Ich möchte es nicht hassen, weil es Star Trek ist. Ich würde es hassen, wenn es nicht Star Trek wäre, dann würde ich es aber auch nicht 5 Staffeln gucken. Exakt. Genau, aber wenn das nicht Star Trek wäre, hätte ich es gar nicht weitergeguckt. Es ist immer noch ein bisschen Enttäuschung, auch nach 7 Jahren.
Und dann guckt man nebenbei andere Serien, die zeigen, wie Handlung funktioniert und Charakterentwicklung und das auch ohne Holzhammer. Und ja, ich meine, Michael, ich bin ja voll bei dir vom letzten Mal. Doctor Who in der aktuellen Staffel ist, also gut, die letzte Folge vom letzten Wochenende, die war ein bisschen, ohne jetzt zu viel zu sagen, aber davor. Super. Ah, okay. Ja, aber es ist trotzdem, es ist gut. Und jetzt haben wir im Vorfeld auch noch über zum Beispiel The Bear gesprochen. Chris kennt's nicht, aber nur Empfehlung. Da ist jetzt die Charakterentwicklung auch nicht mit dem Holzhammer, aber trotzdem weiß man, sagt 10 Folgen nach den ersten 8 ungefähr, welchen Hintergrund die ganzen Figuren haben. Obwohl jetzt nicht in jeder Folge runtergebetet wird, das ist die tragische Background-Story und das ist das und das. Man erlebt es einfach, man wird da reingeworfen. Und bei Discovery ist einfach alles so. Ja, bei Discovery ist sehr viel mit dem Holzhammer. Die haben nicht verstanden, wie man subtil sowas erzählen kann und wie man es organisch in den Erzählfluss mit reinbringt. Man hatte immer das Gefühl, wir sehen Versatzstücke. Wir sehen Sachen, ja. die uns sagen möchten. Aber dann zeigt sie uns auch lieber. Die ganze Geschichte mit Book und Michael, die Hintergrundgeschichte mit den beiden. Wir haben vielleicht in einer Folge halb mitbekommen, wie die ein bisschen zusammengearbeitet haben. Und dann haben wir 3 Staffeln in fast jeder zweiten Folge irgendwelche Erinnerungen, über die die beiden reden, von denen uns nicht mal ansatzweise was gezeigt. Weißt du noch, damals auf X5-7, wie wir das und das gemacht haben? Diese Entwicklung haben wir für diese beiden nie gesehen. Und das war ja auch bei vielen anderen Sachen so. Wir sind auf irgendeinem Weg gewesen, wo uns immer wieder Dinge gesagt worden sind, aber sie wurden uns nicht gezeigt. Auch hier bei Kalber, wie er sich entwickelt hat, wie Chris gerade schon gesagt hat, er hatte Genal drin und dann in dieser Folge sagt er ganz plötzlich, ich weiß die Kombination. Und das sollen wir aus 2-mal Kopfschmerzen daraus herauslesen. Es wird uns gesagt, es wird uns aber nicht die Entwicklung gezeigt. Und weil diese Show einen großen Fokus auf Michael Burnham hatte, die der Hauptcharakter war und wo ich sagen muss, habe ich auch die letzten Male schon gesagt, sie hat sich weiterentwickelt. Sie hat sich in den ganzen Staffeln entwickelt zu einem anderen, auch einer Führungspersönlichkeit, würde ich jetzt mal sagen. Also sie hat natürlich noch ihre charakterlichen Merkmale, die sie nicht ganz umgeschrieben haben, aber sie und vielleicht jemand wie Saru, der sich noch ansatzweise entwickelt hat und ein paar andere, die noch drin waren, aber es ist keine Teamshow. Es ist eine Michael Burnham Show und sie steht im Fokus und das Team hat man konsequent nicht weiterentwickelt. Man hat es an vielen Stellen ausgetauscht. Immer mal wieder, wenn ein Fokuscharakter da war, wusste man, okay, diese Folge stirbt ja, weil wir uns sehr viel mit ihm beschäftigen oder mit ihr. Und das war Discovery die ganze Zeit. Die haben Ideen reingeworfen, die haben uns Sachen gesagt, ohne die Ausführung ordentlich reinzubringen. Und die Ausführung ist einfach das große Problem dieser Serie. Tja. Ganz genau. Die Ausführung ist das große Problem dieser Serie. Und da fragt man sich natürlich bei den ganzen Kohle, die da fließt, da sind doch auch Profis. Also da muss doch, also ich freue mich ehrlich gesagt schon irgendwie auf die, so in 10, 15 Jahren, wenn da mal offen drüber gesprochen wird. Und ich hoffe, dass dann halt mal irgendeiner, der sagt, es war schon ein rechter Scheißdreck, den wir damals gemacht haben. Ja. Und ich habe auch letztens festgestellt, es gibt jetzt so von manchen im Internet so darf man jetzt nicht mehr Content sagen, weil das würde ja die Menschen diskreditieren, die das schaffen. Ja. Und nee, also ja, ich verstehe den Punkt, aber ich sag halt trotzdem, dass das nur Content ist, weil. Und keine Kunst, ja. Und keine Kunst, ganz genau, ja. Denn das ist 0815 runtergerotzt. Das tue ich jetzt nicht nur für Discovery, das sage ich ja auch bei der einen oder anderen Star Wars Serie. Das ist einfach Content um des Contents willen. Da machen Menschen ihren Job und sie machen ihn halt, und die werden jetzt auch nicht das absichtlich völlig in die Grütze reiten. Da wird es wahrscheinlich auch rechts und links Dinge geben, warum sie nicht anders können. Okay. Aber mit großer Kunst hat das nichts zu tun. Und wenn man dann das nochmal mit dem Tweet von vorhin, um den nochmal aufzunehmen, wo da so suggeriert wurde, wir würden da jemand, der am Boden liegt, noch nachtreten, ja, da muss ich dann ganz ehrlich auch sagen, okay, Freunde, wir reden hier am Ende des Tages über eine fiktive Serie. Das tut jetzt auch keinem physisch weh, wenn ich da drauf trete, ja. Also, so, ja. Von daher, wo sind wir denn hier? Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hingehen und wie irgendwelche rechten Arschkrampen da jetzt Kampagnen starten und dass die jetzt alle keinen Job mehr kriegen sollen und was weiß ich. Genau. Ich meine, ich fürchte,
das tut mir ein bisschen leid, dass einige von diesen Schauspielern wahrscheinlich keine Rollen mehr kriegen, weil sie einfach nicht gut sind in dem, was sie tun. Mhm. Ja. Aber gut, das hatten wir auch bei den Originalserien also, an vier Stellen. Also Star Trek war jetzt für mich nie ein herausragendes Werk in Sachen Schauspiel. Es gibt gute und es gibt schlechte und weniger gute und so weiter. Aber ich sag mal, Will Wheaton hat jetzt auch keinen Oscar verdient dafür oder Grammy in dem Fall. Ja. So ehrlich sollte man an der Stelle sein. Aber vielleicht erfahren wir ja die ganzen Hintergründe, wenn dann die Schauspielerin von Michael Burnham in ein paar Jahren eine Biografie schreibt, ich bin nicht Burnham und dann danach, ich bin Michael Burnham. Ja, allerdings. Gut, machen wir noch mal ein bisschen weiter im Text, damit wir zumindest diese Folge also fertig haben. Stamets darf nicht weiterforschen, das Ding wird in den Orkus geschmissen. Moll wird, keine Ahnung, kommt zu Tom Paris ins Gedächtnis Memorial Center. Und ja, und dann haben wir also hier den Kovic. Und ganz ehrlich, diesen Kovic-Gag habe ich überhaupt nicht gerafft, weil die Idioten USS Enterprise sagen und nicht NX-01 Enterprise. Deswegen habe ich das überhaupt nicht gecheckt. Genau, weil ich konnte mich zwar an diesen Charakter jetzt so dunkel noch erinnern, aber dass der Daniels hieß, das wusste ich nicht mehr. So, und in der Tat, ich noch. Also, das wusste ich nicht mehr. Doch, weil dieser ganze Zeitkrieg, der ganze, wie haben sie es nochmal genannt? Ich bin mir nicht temporaler. Der temporale Kalte Krieg, genau. Kalter Krieg. Danke für die Hilfe. Der temporale Kalte Krieg, das fand ich eine der spannenderen Sachen bei Enterprise, die aber am Anfang auch oder immer mal wieder kritisiert worden sind. Und Daniels war für mich durchaus ein spannender Charakter, weil man so wenig von ihm mitbekommen hat. Und er auch selbst zum Ende von Enterprise sehr vage nur beschrieben wurde. Er hat ein paar Schlüsselszenen bekommen und er hat auch eine wichtige Rolle in dem Ganzen gespielt. Aber auch hier, er hat eigentlich seinen Tod erlebt in Enterprise. Wir haben sein Ende gesehen. Und deshalb konnte man jetzt nicht unbedingt eine Verbindung zwischen Kovic und Daniels herleiten, besonders weil ja immer wieder betont wurde, dass der temporale Kalte Krieg schon längst vorbei war und die Zeitreisen verboten haben und alles sowas. Also die haben uns ja selber gesagt, dass das keine Rolle spielt. Vielleicht war es ein Red Herring, den sie sich leisten. Nein. War sogar noch anders. Sie haben nämlich jetzt in Interviews gesagt, dass sie sich das erst in dieser Staffel ausgedacht haben. Exakt, ja. Weil nämlich irgendwo ein YouTube-Video rauskam, die Top 10 Zeitreise-Episoden in Star Trek. Und da ist der dann vorgekommen. Und da habe ich gesagt, ach stimmt, das können wir jetzt eigentlich machen. Wir haben eh noch keine Idee, was wir mit dem machen. Aber sie haben es konkret gesagt in einem Interview, dass sie sich Gedanken machen mussten zum Ende der Serie, wer Kovic denn eigentlich ist. Ja, aber ist das nicht schlimm? Mache ich mir das nicht vorher? Nein, das wussten die scheinbar nicht vorher, als sie aber ist doch schlimm. Eingeführt haben. Also ich meine, es passt ja, so macht ja auch J.J. Abrams seine Sachen. Ja? Ja, und dann suchen sie sich wieder irgendeine Idee aus, die durchaus Potenzial gehabt hätte, aber die handeln sie wieder in 2 Minuten ab und dann ist gut. Und dann wieder ein bisschen Fanservice auf den Regalen und ein paar Schwenks wie bei Picard. Also jetzt mal eine Frage an euch. Wie ist das eigentlich jetzt inzwischen mit den ganzen Artefakten, also mit den ganzen Baseballs, den Visoren und was weiß ich? Ist das wie mit den Stücken der Berliner Mauer, die du kaufen kannst, dass das alles authentische Materialien noch sind? Ja, die haben alle haben so ein Echtheitszertifikat. Ja? Es gibt ungefähr... Ja, vor allem weil Daniels hatte ja nie was mit TNG zu tun. Nein, war eben. Ja exklusiv Enterprise. Wenn da die Schale, ja gut, die man, Schale von Aramis oder wie hieß der blöde Hund, Portos oder wie der dumme Hund hieß. Nix gegen den Hund. Ja. Wenn man mal Enterprise Portos noch die letzte Folge mit reinrechnet, aber dann hätte er ein Artefakt von Riker haben müssen. Welche letzte Folge? die auf, ja, den auf den Mond, ja, die auf dem Mond, da war aber nichts mit TNG. Deshalb habe ich ja eben gesagt, im Chat wurde gesagt, Enterprise fanden die alle gar nicht so schlecht. Aber ich erinnere mich noch ganz genau, als das war das 2001 oder 2002, als das rausgekommen war, es gab sehr viele sehr kritische Berichte genau zu Enterprise, nicht nur wegen dem Intro, auch wegen den einigermaßen lahmen ersten und zweiten Staffeln, die da reingebracht haben, oder wegen der ersten Staffel und weil sie erst auf Kurs kommen mussten. Enterprise war zu Beginn der Berichterstattung damals keine beliebte Serie. Absolut, es hat mich auch nicht umgehauen. Ich fand es immer gut, aber ich habe es auch erst nach. Mich hat es nicht umgehauen. Und es war auch definitiv, da war ich aber auch schon so ein bisschen, da habe ich schon Abi gehabt, weißt du, und dann war so dieses Nachmittagsgucken schon raus bei mir. Deswegen hätte ich da über gezielt für einschalten müssen, deswegen habe ich das nicht mal so ganz geguckt. Aber
wie im Chat geschrieben wird, ich mochte halt den Archer, den Big Yoda fand ich echt nicht schlecht. Auch DePaul fand ich ganz cool. Und es war halt wie auch so die ersten zwei Staffeln von Voyager. Die waren auch halt nur TNG halt im Delta-Quadranten oder wo auch immer sie waren, ja. Das war halt dann auch irgendwie nichts Neues. Aber nachdem die so ihren Vibe gefunden hatten mit diesen Xindi-Geschichten und so weiter, das war dann schon ganz gut, ja, definitiv. Aber am Anfang hat es mich nicht umgehauen. Aber es hat mich, hier war halt, weißt du, hier hat ja Discovery hat ja nie seinen Vibe gefunden. Außer, dass sie halt dann 900 Jahre in die Zukunft gesprungen sind. Ansonsten, wenn wir das fair war's wären. Wenn wir fair wären, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, 65 Folgen. Mhm. Viele andere Star Trek-Serien haben sich erst in Staffel 2, 3 gefunden. Das wäre jetzt der Punkt, wo die Serie sich finden müsste. Ja, aber sie waren ja nie auf so einem Level scheiße, wie sie jetzt sind. Ich meine, TNG hast du halt angemerkt, dass die keine Kohle hatten. Dann TNG hast du halt auch im Grunde genommen angemerkt, dass sie halt noch unglaublich viel auf TOS so ein bisschen so also vom Mindset und so weiter waren. Du hast halt auch ein bisschen angemerkt, dass der Stuart halt keinen Bock hatte. Gut, hat er heute auch nicht mehr. Aber doch, heute hat er ja Bock. Ist eigentlich sogar schlimmer, hätte er lieber keinen Bock mehr. Das wäre vielleicht besser. Dann wird er einfach seine Textzeilen lesen und gehen. Und natürlich mussten, ja, da bin ich ja schon bei dir nochmal, das war auch früher. Aber dann sag ich wieder auf der anderen Seite, ja, aber das ist schon 30 Jahre her. Und da kann man halt auch mal so eine Lernkurve haben. Und man kann jetzt nicht immer sagen, naja, die ersten Staffeln waren auch alle scheiße, deswegen darf das jetzt hier auch Kacke sein. Nee, du guck dir andere Serie an, die liefern sofort ab. Die werden halt hinten raus vielleicht manchmal schlecht, aber es gibt auch, da muss man halt mal bei Vince Gilligan anrufen und sagen, mach du's mal. Und ja. Sie haben sich, also die Staffeln hätten sich ja damals nicht gehalten, wenn die Zuschauer nicht das Potenzial in diesen Staffeln gesehen hätte. Enterprise wurde zu einer Zeit abgesetzt, das wird auch gerade gesagt, Staffel 3 und Staffel 4 von Enterprise waren richtig gut. Mhm. Aber in dem Moment konnte man keine Zuschauer mehr zu sich holen, weil alle anderen Serien beendet waren und Star Trek nach 18 Jahren on air einfach mal dann aufgebraucht war, beziehungsweise nicht mehr das Publikum angezogen hat. Hier ist es ja durchaus anders. Discovery ist ja die Serie, die mit Star Trek wieder angefangen hat, natürlich mit einem neuen Showrunner-Team, mit einem neuen Producer-Team, die eine ganz andere Richtung eingeschlagen haben, als das Franchise es damals hatte. Und vielleicht spannen wir dann gleich mal zu dem Bogen, was eigentlich gut war an Discovery und was Discovery für Star Trek gebracht hat. Aber wir sind noch nicht ganz fertig mit dieser Folge. Nee, ganz sicher. Aber jetzt stellt euch mal auf, ich hatte gerade den ganz, ganz furchtbaren Gedanken, weil ich gerade überlegte, Discovery hat ja auch ein bisschen dafür gesorgt, dass die drei Filme, die wir, also ab Star Trek 2009 oder was, ja, dass die jetzt gar nicht mehr so schlimm erscheinen, weil sie wenigstens ein bisschen unterhaltsam waren. Aber was ist, wenn wir in 30 Jahren wieder hier sitzen, als Hologramme dann, im Hologramm-Livestream, und sagen, ja, Discovery war gar nicht so schlecht im Vergleich zu den heutigen Star Trek. Oh Gott. Oh mein Gott. Naja, ich sag mal so, als ich aus dem Kino von 2009 kam, war ich auch durchaus angetan davon, aber da hatte ich das System JJ noch nicht durchschaut. Und ich finde den immer noch gut. Gehen wir drauf ein, okay, wenn wir unsere Audiokommentare dazu machen. Ja. Jetzt haben wir aber noch eine Hochzeit. Juhu, es wird geheiratet. Ja, hab mich halt emotional auch null abgeholt. Und statt man wenigstens diese Hochzeit nimmt, um sich von allen zu verabschieden, was man ja eigentlich schon gemacht hatte. Ja, aber da fehlte ja auch wieder die Hälfte. Genau, da fehlte ja auch wieder die Hälfte, Terminprobleme. Hatten wir diese schöne Szene mit Booker und Michaela am Strand und die Sonne geht unter und man denkt sich so, ja, und jetzt schießt der Todesstern und da kommt so eine Atompilzwelle und sie machen Endor und, aber nee. Ja, aber jetzt kommen ja die Nachdrehs ins Spiel. Wir haben uns ja die ganze Zeit gefragt, wo sind die Nachdrehs in dieser Serie, die ja mit reingebracht haben, als die gesehen haben oder wussten, dass diese Staffel die letzte werden wird, haben sie noch die Chance für Nachdrehs bekommen. Und das waren dann die letzten 20 Minuten. Wahrscheinlich hätte diese Staffel, denke ich mal, mit der Hochzeit geendet. Und dann hätten wir vielleicht noch einen Cliffhanger für die nächste Staffel bekommen. Tja, aber dann hätte ich den Cliffhanger einfach rausgeschnitten und bei der Hochzeit aufgehört. Das wäre okay gewesen. Ich hätte damit leben können. Ich fand, das war ein... Ja, mein Gott. Wäre okay, aber mich erinnerte, dass das ganze Ende mit dem Jahr 40 Jahre später hat jemand von euch Castle geguckt mit Nathan Fillion?
Da haben sie auch irgendwie nach der 7. Staffel, weil sich die beiden Hauptdarsteller wohl auch zerstritten haben, haben sie dann gesagt, so, wir machen jetzt Ende. Und dann haben sie auch noch so, ja, jetzt haben alle Kinder und dann, oh, Spoiler-Alarm, alle haben Kinder und alles ist gut und alle leben irgendwie noch, meine ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und so wirkte das. Und es wirkte auch einfach die letzten 20 Minuten wie eine Versicherung, als wollten sie allen Leuten, die jetzt Discovery nicht ganz so gut fanden, sagen, keine Angst, es wird nichts mehr kommen. Burnham ist alt, es ist alles zu Ende und ja, nee, ihr braucht. Das ist es ja gerade nicht. Sie haben Michael manifestiert in den nächsten Jahren in diesem Canon. Michael wird überleben. Die Star Trek Academy Serie steht an mit Tilly als Universitätsdirektorin. Ja. Und da wird Admiral Michaela auf Durchfall vorbeigucken und ein bisschen klugscheißen. Ja, weil sie keine anderen Rollen mehr kriegen wird. Aber das ist auch so, jetzt haben sie Tilly etabliert, dass sie nicht sterben kann. Das wird dann auch wieder so eine Sache, die Spannung aus der Serie, falls es da überhaupt eine geben wird, rausnimmt, weil. Das ist die Frage, ob sie Tilly so eine große Rolle in der Academy-Serie geben werden, weil die haben ja jetzt, haben die auch irgendeine andere Schauspielerin schon als Hauptcharakter da bestätigt für die Academy-Serie. Genau. Ne? Ja, ja. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Tilly gar nicht mal so ein, erstmal gar nicht so ein wichtiger Charakter, zwar unser Brückencharakter sein wird, aber vielleicht nicht der Hauptcharakter für diese Serie. Egal, wo mich das Ende dran erinnert hat, war noch mehr, also klar, hatten wir ein bisschen Herr der Ringe damit drin, haben wir ein bisschen Harry Potter mit diesem Alters-Make-up, aber ganz viel war es inspiriert, jetzt wo du gerade drüber geredet hast, durch Six Feet Under. Habt ihr Six Feet Under einer von euch geschaut? Leider nein. Großartige Serie, die man sich heute auch noch anschauen kann, aber was die in der, ich glaube, in den letzten 20 Minuten oder letzten 30 Minuten machen, die springen weiter und zeigen, wie das Leben der einzelnen Charaktere weitergegangen ist, bis sie wirklich selber verstorben sind. Und das hatte hier jetzt so ein bisschen Vibe davon, dass sie unbedingt nochmal das Ende, den Sprung in die Zukunft zeigen wollten. Zwar nicht das Ende von Michael, weil sie ist noch da, aber dieses Melancholische, dieses Aufgesetzte sah für mich stark nach einer Anspielung auf das Six Feet Under Ende aus. Wo du gerade aufgesetzt sagst, seid ihr der Meinung, das war Alters-Make-up oder war das CGI? Bei den Make-up. Gesichtern von, also ich teilweise wirkt es wie schlechtes CGI. Ich hatte da diese eine Szene, wo sie da in ihrem Haus und so zusammen sind, das sah für mich ein bisschen aus, als wenn sich ihre Gesichter nicht so richtig bewegen. Also aber ich hier bin vielleicht nicht der beste Mensch, der CGI beurteilt, wie wir jetzt heute schon festgestellt haben. Tja, nee, ich glaube, das waren Latexprothesen, aber das Reh, das kann ich hier sagen, das kam aus dem Rechner. Oh, okay, ja, danke. Das ist ja, du, man ist da ja, wir gucken ja auch noch The Walking Dead und da sind die Rehe so überzeugend, die kann man wirklich echt nicht, weiß man echt nicht so, aus welcher günstigen Bibliothek die kommen, aber hier muss man sagen, ja, doch. Das war schon so. Ich meine, das war ja ganz nett, so diese Family-Geschichte, aber braucht's das jetzt? Nee. Und vor allem, was es halt überhaupt nicht gebraucht hat, war halt dieser Tie-In mit Calypso. Weil das hatten wir schon in dieser Zeitspinnen-Episode irgendwie so für mich so ein bisschen abgehandelt. Da war das Thema eigentlich ehrlich gesagt durch. Und jetzt noch dieses Reinschustern, indem man dann sogar noch die Buchstaben A von der Hülle runter entfernt. Und das komplette Refit wieder rückgängig macht. Genau, das komplette Refit wieder rückgängig macht. Zum Glück, weil mich diese Warp-Gondeln in dieser Folge massiv aufgeregt haben. Diese WLAN-Warp-Gondeln. Ja. Okay. Und dann halt so, dass das andeutet und am Ende des Tages war es dann nichts. Also, ja. Ein größeres Problem dabei ist, dass ja ein Großteil der Leute, die wahrscheinlich die Serie gesehen haben und nicht alles verfolgen, wie wir es verfolgen, die Shorts noch nicht mal gesehen haben wird. Also Calypso werden viele nicht gesehen haben und werden diese Andeutung, die Anspielung darauf noch nicht mal verstanden haben. Doch, das glaube ich schon. Ganz ehrlich, ja, und ich sag dir auch warum, weil doch keine Sau, der nicht Star Trek-Fan ist, diesen Schmonzes doch guckt. Der guckt doch keiner. Ja, aber es ja, gab damals. Wer Star Trek-Fan ist, der guckt sich also doch die Short-Tracks an, oder? Nee, du musst sie ja weiterhin finden. Selbst bei Paramount sind sie ja, glaube ich, gar nicht mal so leicht zu finden bei Paramount Plus. Na gut. Also ich finde, es ist die falsche Priorität, die sie da gelegt haben. Weil sonst interessiert sie dann irgendwie der Kanon überhaupt nicht und irgendwelche Anschlüsse innerhalb von Folgen passen nicht. Und da gehen sie hin und nehmen
10 Minuten oder 15 Minuten, die sie da als Shorttrack hatten, was jetzt nicht die schlechteste Folge war, und versuchen es auf Gedeih und Verderb da einzubauen, obwohl das aus einer Zeit kommt, wo sie noch gar nicht wussten, dass die Serie in die Richtung geht. Also und vor allem, weil ich weiß nicht, wie oft wir gesagt haben, ah, jetzt geht's Richtung Calypso. Es gab halt so viele bessere Kreuzungen, bei denen man Richtung Calypso hätte abbiegen können, ja. Um's jetzt am Ende war es halt mehr oder weniger die Sackgasse, aber dann hat man halt die Dynamitstange genommen und dann, ja gut, wie gesagt, wenn alles, was du hast, ein Hammer ist, dann wird halt alles zum Nagel. Ja. Also mir hätte es gereicht, wenn diese Vision, die Burnham da hatte mit was passiert, wenn die Breen das Rätsel ist, wenn das genau irgendwie Calypso gewesen wäre, dann wäre mir auch komplett egal gewesen, richtig, wenn das Schiff anders aussieht. Das ist denn ja bei der Enterprise und da auch bei der ISS Enterprise komplett auch egal gewesen, dass die nicht so aussieht wie aus der Originalserie. Aber ja, sie haben versucht, es war der Versuch eines runden Abschlusses. Es war der Versuch, dem Ganzen ein mehr oder weniger befriedigendes Ende zu geben, wo man sagen kann, okay, die Abenteuer wurden weitergeführt und wir zeigen jetzt, was ganz am Schluss los ist. Wir zeigen, wo die Reise dann am Ende sein wird und dass es noch eine nächste Burnham-Generation geben wird. Wird wahrscheinlich auch einige Zuschauer, die Discovery mochten, schon besänftigt haben, dass es nicht weitergeht. Und ich fand es jetzt auch nicht das schlimmste Ende. Ich fand, okay, nein, es war nicht das Schlimmste, okay, aber es war halt einfach belanglos. Also, sie haben nicht die Türen offen gelassen für, dass jetzt direkt neue Abenteuer weiterkommen, aber ähnlich wie wir es bei Doctor Who und anderen Sachen bekommen, sie haben sich die Option für Audiobooks, sie haben sich die Option für Bücher, sie haben sich die Option für Cameos in anderen Serien offen gelassen. Ja. Und dann haben wir dieses geheime Projekt da mit der Discovery, aber alle Schiffe gucken zu und das ist doch. Du erinnerst mich an was, ans Geheime. Frage an euch beide. Entschuldigung, ja, du kannst. Ja, nee, mach mal. Ich unterbreche dich heute alles sehr gut, viel, weil du mich an Sachen erinnerst. Was ist mit dem Spore Drive? Haben sie den jetzt aufgebraucht, dass die Breen weggeschickt haben? Nein. Die springen ja mit der Discovery noch am Ende. Stimmt. Hast ja recht. Okay, jetzt hast du es mir direkt beantwortet, weil ich habe gedacht, schmeißen die jetzt den Spore Drive raus und schicken die Breen da weg und haben die dann keinen Spore Drive da, was dann auch ein Abschluss für den Spore Drive an sich? Nee, ich glaube, das war ja so, dass du kannst jetzt die Gondeln einfach an jegliches Schiff dran heften. Nicht die Gondeln. Die Gondeln haben mit dem Spornantrieb nichts zu tun. Ah, okay, dann kannst du halt Schiff an sich da dran heften und das weg. Aber dann springt ja dann nur das Breen-Schiff weg und das unter. Was ich sehr dämlich fand. Ich hätte diese Szene, also die Szene war an sich schon schlimm, aber wenn sie einfach hingegangen wären, mit dem Gedöns gesprungen wären und dann einfach direkt wieder zurück. Genau. Aber ja, exakt. Ich hätte einfach gesagt, komm, wir packen das mit dem Traktorstrahl und springen alle gemeinsam weg, dann alle Energie auf den Traktorstrahl. Oh mein Gott, Captain, es wird unsere Lebenserhaltung. Schalten Sie die Lebenserhaltung ab, ja. Und keine Ahnung, und dann kommen die auf der letzten Rille dann noch irgendwie an und weiß der Teufel was, ja. Irgendwie sowas, ja. Ich muss ja jetzt unbedingt noch einen Stichpunkt von meiner Liste nennen, weil sonst kriege ich Ärger mit meiner ständigen Begleiterin. Sie haben ja jetzt 3 Star Trek Headquarter. Ja. Ich zitiere: gestiegener Verwaltungsaufwand, wahrscheinlich 1 allein für die Personalabteilung. Ja, weil man expandiert. Und was ich auch sehr lustig fand, und das ist halt auch so eine Sache, dass halt, ja, ich weiß, das ist jetzt wirklich nitpicky vom nitpicky und das nochmal mit Eichenlaub und Schwertern. Aber dieser Nebel, der auf einmal da war, als die Breen da waren, der hat mich halt richtig abgefuckt, ja. Weil so ein kosmischer Nebel, habe ich ja schon mal gesagt, in der letzten oder vorletzten Folge, der entsteht halt nicht mal eben so. Das dauert Millionen Jahre, ja. Und das ist kein Wetter da. So eine Wolke ist kein Wetter im Weltall, ja. Und jetzt ist sie halt wieder weg. Und dieses, wir machen es halt aus Style over Substance, aus einfach nur, weil es cool aussieht, das will ich in einem Star Trek halt einfach nicht sehen. Ich will noch so ein Fünkchen, dass da irgendeiner sitzt und sagt, nee, Freunde, das mag ja schön aussehen, aber das macht keinen Sinn, deswegen lassen wir das jetzt. Ist auch ein klein wenig hatte ich gehofft, dass sie am Ende, wo sie sagen, jetzt springen sie nochmal zum Sternenflottenquartier, dass das jetzt irgendwie wieder an einem Planeten wäre. Oder auf der Erde, wir hätten wieder die Golden Gate Bridge oder sowas und nicht, dass es plötzlich 3 Elfenbeintürme sind. Ja, es wird im Chat die Frage gestellt, warum die Discovery überhaupt so separation fähig ist, wenn doch der Antrieb aufgeteilt ist. Ja, warum gibt es Warp-Gondeln, die nicht mit dem Schiff verbunden sind und die sich bewegen?
je nachdem, wie sie fliegen. Mein ja. Gott. Und was passiert, wenn die Energie ausfällt, der Traktor oder was auch immer, das WLAN, was die zusammenhält, dann gehen die Warp-Gondeln einfach hui und wir haben keine Warp-Gondeln. Es ist magnetisch, das funktioniert immer. Ja, okay. Magnets, bitch. Ja, keine Ahnung. Also, gut. Lass uns doch nochmal, nachdem also dann die Michaela, also das fand ich halt auch, wisst ihr, ich fand es halt auch unwürdig, sehr vielen anderen Charaktern gegenüber, dass sie halt, also es gab wirklich kaum was, dass nochmal jeder glänzen durfte. Stattdessen holen sie halt dann so uralt Charakter wie Nahn plötzlich wieder raus und denkst so, okay, die haben wir jetzt halt schon völlig vergessen. Was soll die denn jetzt auf einmal da? Deswegen, klar, das hat man halt nicht wissen können, dass sie dann am Ende nochmal die, und dass es halt das Ende ist, dass die Staffel halt das ist, was es ist. Aber dass dann am Ende der richtige Abschied sozusagen einfach nur in Michaels Kopf stattfindet, das ist ein bisschen unwürdig, oder? Weiß ich nicht. Wenn sie nur noch als einzige Schauspielerin verfügbar war. Tja, vielleicht. Keine Ahnung, ihr seht lieber... Es war so ein bisschen der, auch wieder geklaut, auch wieder schön geklaut von Scrubs vom Ende oder vom vorläufigen Ende von Scrubs. Wir reden nicht über die letzte Staffel, die nie passiert ist, wo JD durch den Ausgang des Krankenhauses rausgeht und ihm die Erinnerung an alle alten Gäste und an alle alten Freunde wieder hochkommen. Auch wieder schön geklaut. Nicht schön geklaut. Im Chat wird gerade darauf hingewiesen und scheiße, Mann, es stimmt. Sam Quassel, du hast vollkommen recht. Sah Michaels Admiralsuniform nicht schon hart nach Captain Sepp aus Futurama aus? Und ja, verdammt nochmal, ja, du hast absolut recht. Ja, so, ich stelle hier jetzt einfach mal einen Link in den Chat von der Bildersuche, die ich gerade eben mal gemacht habe. Da könnt ihr das alle kurz selber nachvollziehen. Weiß nicht, ihr müsstet das ja eigentlich hinkriegen. Das war der Typ ohne Hose, ne? Ja, genau, richtig. Admiral ja. Michael. Ja. Ja. Gut, dass sie eine Hose anhatte. Ja. Und ihr habt vollkommen recht, es ist wirklich so. Ist oh Mann. Admiral Michael Brannigan. Ja, allerdings. Ja, das war's ja dann auch schon. 7 Jahre Discovery sind vorbei. Ihr seht, liebe Freunde da draußen, es hat jetzt so unsere Erheiterung zu unserer, also wir haben uns sehr viel drüber lustig gemacht und wie heißt es so schön bei Loriot, über das Missgeschick eines anderen spottet man nicht hier, finde ich. Doch, auf jeden Fall, in der Hoffnung, dass es besser wird. Ich möchte aber diesen Stream hier heute und auch die Berichterstattung sozusagen über Discovery, die ja am Ende durchaus nur noch etwas Chronistenpflicht war, nicht beenden, ohne dass wir nochmal kurz über alle 5 Staffeln oder alle 4 Staffeln davor sprechen. Ganz kurz nochmal, und da fange ich doch einfach mal an. Wisst ihr noch, was in der 1. Staffel passiert ist? Krieg, genau. Ganz genau. Es ist der Pilot passiert, den ich immer noch gut fand. Ja, ich habe auch noch mal reingehört in unsere 1. Episode. Und wir waren wirklich guter Dinge. Wir waren guter Dinge. Wir hatten ein paar Kleinigkeiten, so wie die Klingonen aussehen etc. pp. Aber wir waren grundsätzlich guter Dinge. Und ich erinnere mich noch hinten dran, am Ende war das ja, dann hat man noch den Zwischenwurf mit dem Mirror Universe, der dann noch mal kurz dazu kam. Das war auch zumindest leidlich unterhaltsam. Und am Ende hatten wir diese Folge, wo Admiral Badhair ja dann im Grunde, wie war das dann? Sie hat die Bombe, die Michael hat die Bombe in der Hand, um die Klingonen komplett zu vernichten oder wie war? Ach Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, ach ja, genau, die finden ja dann eine Methode, um die Klingonen zu besiegen mit der Bombe auf ihrem Heimatplaneten oder wie rum war das? In ihrem Heimatplaneten, ganz genau. Aber immerhin bei Staffel 1, wer war der beste Charakter in Staffel 1? Über den wir wunderweise was gedacht haben und dann ist es nicht passiert? Hier, der Vater von Malfoy. Genau, Captain Lorca, ja. Ganz genau. Lorca, genau. Lorca, das wäre doch geil gewesen, wenn Lorca sozusagen der Lore von Ed Michaela gewesen wäre. Ja? So ein recurring Character, der dann nicht in der 2. Staffel gekillt wird, glaube ich. In der 2. wird er, glaube ich, gekillt. Oder sogar noch in der 1., ich weiß gar nicht. Nee, genau. Ich glaube, es war die 2. In der 2., genau. Sondern der sich so, der mit denen in die Zukunft geht und so praktisch der Moriarty ist, der immer wieder kommt. Das wäre doch, da wäre wenigstens guter Schauspieler gewesen. Aber denkt dran, Discovery hat ja auch
initial als Anthology-Serie wurde es konzipiert. Deshalb hatten sie ihn wahrscheinlich sowieso nur für ein oder zwei Staffeln unter Vertrag. Also wir haben ja jetzt viel gemeckert, aber ich muss tatsächlich immer wieder feststellen, auch wenn es ein bisschen Prequel und so war am Anfang, beziehungsweise selbe Zeit vor TOS eigentlich, sie haben im Vergleich zu den anderen Serien wenigstens versucht, was Neues zu machen. Und ein neues Schiff und ein paar neue Sachen. Und auch die 31. Jahrhundert-Sache war ja eigentlich im Prinzip auch mal was Neues. Also im Gegensatz zu auch Strange New Worlds und Picard und auch Lower Decks und so, ist was sich nur an den anderen Sachen, an den alten Sachen orientiert, haben sie versucht, was Neues zu machen. Es ist halt nur grandios gescheitert. Dann lasst uns doch jeder mal 5 Dinge benennen, die wir gut an dieser Serie fanden. Oh Gott. Lorca, Pike. Ja. Ja. Ja, ganz ehrlich, nein, stopp. Hier, die Anfangsstoryline von Calvitz, von Calvar Stamets, Calvitz sag ich schon, von Calvar Stamets und Adira, das fand ich wirklich toll. Ich mochte sogar eine ganze Weile die Grey Adira Geschichte, ja. Die fand ich wirklich gar nicht so schlecht und ich hab sogar durchaus eine gewisse Sympathie für Saru entwickelt, bis sie dann diese Action-Saru-Nummer hatten, die war dann völliger Quatsch. Ja. Aber Saru an sich fand ich ehrlich gesagt als ersten Offizier, also er war immer der bessere Captain. So, immer. Hätte er auch verdient. Also er hätte immer Captain werden müssen. Ich weiß noch, dass wir uns in der zweiten oder dritten Staffel darüber aufgeregt haben, dass die Michael befördern, ja, und nicht Saru, ja. Oder dass er, oder ist er nicht freiwillig zurückgetreten, ihr zuliebe? So Quatsch, ja. Also das war halt so der Punkt. Ja, das waren 5 Sachen. Ja, das waren 5 okay. Sachen. Okay, danke schön. Ja, also ich glaube, ich kann so, aber 6. und 7. wäre mir schon schwer gefallen. Was war denn bei euch? Ja, Pike auf jeden Fall. Lorca. Dann jetzt hier Wayner, beziehungsweise Lia Oben in der letzten Staffel. Ja, der Sprung ins 31. Jahrhundert, immer in der Hoffnung, dass wir was Neues sehen. Und jetzt wird es schon schwierig. Ich saug mir jetzt aus den Fingern, ich finde das Design der Enterprise gar nicht so schlecht. Punkt. Passt doch. Ja, ich fand den Piloten super. Das nämlich, ich fand Lorca gut. Ich fand das Konzept vom Sporenantrieb sehr spannend, als sie es noch wirklich als Geheimprojekt, als fortschrittlichen Antrieb mit reingebracht haben. Der Sprung ins, was ist das, 32. Jahrhundert? Ja. 31. Jahrhundert hat sehr viel Potenzial mit sich gebracht. Ja. Das muss man ja sagen. Und ja, ich könnte wahrscheinlich noch andere, aber Saru auch. Ja, also ich hätte halt, im Nachhinein muss man sagen, ja, man hätte vielleicht im 32. Jahrhundert anfangen sollen. Und ich hätte mir dann am Ende gewünscht, dass dieses Konzept, die Föderation liegt da nieder, das war ja auch gar nicht so unspannend. Aber das wurde halt dann mit Ende des Burns halt dann sofort, ja, und ach, jetzt geht wieder alles, bam. Okay, ja, und dann wurde so zweimal im Nebensatz erwähnt, ja, wir haben noch nicht so viele Schiffe, aber so einen wirklichen Ressourcenmangel hast du halt nie gemerkt, außer dass er dir erzählt wurde. Und das wäre doch ehrlich gesagt was viel Spannenderes gewesen, wenn man da in 3 Staffeln oder der ganzen Serie eigentlich praktisch so, wir müssen das jetzt alles von vorne aufbauen und wenn dann eine Vergangenheits-Michael mit sozusagen wie heute, wie wenn jemand vom 17. Jahrhundert in unsere Zeit kommen würde, ja, und dann sozusagen damit konfrontiert wird, dass hier halt jetzt schon alle woke sind und keine Ahnung was. So, und das hast haben sie ja alles übersprungen. Ja, haben natürlich. Sie ja, gesagt, ja haben alles übersprungen, genau. Ja. Genau. Und das gab's halt überhaupt nicht. So dieses Fish-out-of-water-Element, das wurde mal 1, 2 Folgen lang. Das war dann halt gar nichts. Aus Kovic hat man nichts gemacht. Nichts, ja. Nichts gemacht. Dann geh doch einfach hin und mach statt diesem dusseligen Burn mit dem schreienden Kind einfach, ja, der temporale Kalte Krieg hat die Föderation niedergerafft und jetzt müssen wir wieder alles aufbauen. Sowas. Ja. Hätte man ja Kovic für gehabt. Ja. Genau. Aber das ist halt eben das alte Problem, wenn du anfängst zu schreiben, ohne zu wissen, wo du am Ende rauskommen willst. Und das ist doch, also ich war ja nie auf einer Drehbuchschule, aber ich würde irgendwie sagen, das ist doch Autoren 101, oder?
Würde ich jetzt mal behaupten, aber ich kann mich natürlich irren. Du kannst den Weg dahin ja durchaus verändern, ja, wenn klar. du ein Ziel am Ende hast. Ne? Ja, logisch, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, also somehow ist, Palpatine returned. Ja, genau. Also wir hatten die erste Staffel mit den Klingonen. Wir hatten die zweite Staffel, die ihr werdet euch gar nicht mehr, wahrscheinlich schon gar nicht mehr dran erinnern. Enterprise-Staffel. Das war die Control-Geschichte. Ja. Mit, ja. In welcher Staffel hatten wir das müsste dann ja die zweite mit dem Mirror Universe gewesen sein. Das war dann schon erste. Das in der ersten Staffel. Aber es ist Lorca also doch in der ersten Staffel gestorben. Nicht das, in der zweiten. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ob weil der Lorca ist ja im Spiegeluniversum gestorben. Ja, ich weiß. Ich meine, ja, der dürfte in der ersten Staffel draufgegangen sein und dann ist ja zum Cliffhanger der ersten Staffel die Enterprise erschienen. Okay. Mhm. Ja. Und dann hast du den Red Angel-Geschichte mit Control, hast du in der zweiten Staffel gehabt. Da war es ja schon am Ende die dämliche Prämisse, dass sie überhaupt noch in die Zukunft springen mussten, weil Control war ja schon besiegt. Ja. Und es hätte ja auch immer noch die Möglichkeit gegeben, mit Control einfach ans andere Ende der Galaxis zu springen und dann einfach erstmal die nächsten 500.000 Jahre Ruhe vor ihm zu haben. Hat man halt auch alles nicht gemacht, dann musste ja unbedingt. Ich möchte auch nochmal dran erinnern, eine Tatsache, die auch völlig untergegangen ist. Ich möchte nochmal dran erinnern, dass Michael, ne, Ed Stiefschwester schon vom Spock ist, ne? Das ist jetzt halt auch Canon. Das ist jetzt halt so, ne? Ich möchte nur nochmal dran erinnern. Auch so. Dafür, dass jemand beim Vulkanien aufgewachsen ist, hat die halt auch so gar nichts Vulkanisches an sich, aber okay. Dann hatten wir die dritte Staffel, da müssen wir uns ja dann in der Zukunft sozusagen einfinden und da ging es ja um den Burn und da haben wir ja doch, genau. Glaube ich, da diese, war das nicht diese mit dem Smaragdkette? Ja. Emerald Chain, genau, mit den Orionern. Ja, kam auch nie wieder vor, die Nummer. Haben sie zwischendurch mal erwähnt. Die haben es mal erwähnt, genau, richtig, ja. Genau. Dann hatten wir die vierte Staffel. Da ging's mit dem Bagger, mit dem gigantischen Bagger, der durchs Universum zieht und alles kaputt hat. Richtig, ganz genau, ja. Ganz genau. Was ja am Ende dann diese auch eigentlich nette Idee war mit dieser 10C, ich meine der Name 10C, dieser Spezies, na okay, gut, aber okay. Das war ja eigentlich auch eine ganz, ganz nette Geschichte, aber es war halt auch, ich glaube, sie haben auch das wieder so aufgelöst. Ich glaube, in einer halben Stunde war, glaube ich, die Staffel wieder aufgelöst oder in 20 Minuten. Das ging auch ratzefatze, wenn ich mich erinnere. Da waren auch Längen, ja, genau. Ja. Ja. Und dann hatten wir jetzt halt die fünfte Staffel, die halt irgendwie so ein bisschen so Indiana Jones war und was Altes von TNG. Ja. Also. Und dann passiert Michael Burnham 40 Jahre lang nichts. Gar nichts. Ja. Keine Ahnung. Nee, vielleicht kriegen wir jetzt einen Spin-off: Star Trek Burnham. Bitte. Ja, hatten wir doch jetzt 5 Staffeln. Aber es wäre wenigstens ehrlich. Ja. Es ja. Wenigstens ehrlich, wenn sie es so. Sie, also. Ja. Ach, liebe Freunde und auch ihr Chatter draußen, ihr seht, irgendwie sind wir so nach 7 Jahren dann doch ein bisschen leer gequatscht. Wir haben uns, glaube ich, auch öfter mal im Kreis gedreht. Verzeiht es uns. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ich glaube, es ist alles gesagt. Ich weiß nicht, wie andere das da draußen dann am Ende beurteilen werden, ob wir über die Jahre zu böse waren, ob wir vielleicht sogar noch es nicht durchgehalten haben und eigentlich jetzt am Ende noch altersmilde werden auf unsere alten Tage. Wir sind ja jetzt auch 7 Jahre älter geworden. Guck mal, ich war 40, als ich mit dem ganzen Spökes hier angefangen habe bei Discovery, ja. Und jetzt bin ich 47, ay, caramba. Die 50 habe ich Gott sei Dank nicht mehr mit denen voll machen müssen. Das wäre. Du weißt nicht, was noch kommt. Man weiß nicht, was noch kommt, aber hoffen wir mal, dass es nicht so ist. Apropos kommt, was machen wir mit Academy? Ja, wir machen das natürlich weiter. Die Track-Nerds werden natürlich weitergeben. Natürlich werden wir sämtliche Star Trek-Serien behandeln, sofern wir sie zeitlich schaffen. Das hat uns bei Lower Decks, ist es nicht, uns nicht so ganz geglückt. Aber für die Zeit, bis die nächste Star Trek-Serie anfängt, was ja, glaube ich, noch eine ganze Weile hin ist. Ich glaube, das ist ja gar nicht mal eben so um die Ecke. Also, Strange Worlds ist jetzt abgedreht. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr kommen. Und nächstes Jahr fangen sie an der vierten Staffel zu drehen von Strange Worlds. Lower Decks kommt jetzt noch die letzte Staffel raus. Okay. Ich hoffe, das werden sie auch noch mal irgendwie retten, wie sie das mit Prodigy gemacht haben. Prodigy soll jetzt angeblich am 1. Juli rauskommen, die zweite Staffel. Wo auch immer. Hat Netflix dann, das nicht gekauft? Ja, es hat Netflix gekauft, aber in der Meldung stand nichts von Netflix. Weil sie haben es jetzt zum Beispiel willkürlich in Frankreich bei France 5 oder so freigeschaltet. Und da kam dann aber auch schon eine Meldung raus, dass das ein Versehen oder ein Kommunikationsproblem war. Das heißt, das Chaos mit wo erscheint was, geht weiter. Ich hoffe, es kommt auch wirklich auf Netflix, weil sie es ja, wie du sagst, gekauft haben.
Aber man weiß es nicht. Vielleicht gibt es jetzt schon eine neuere Meldung, aber okay. Ich habe bisher nur ein Datum gesehen. Und dann sind ja auch mittlerweile immer noch in der Produktionshölle, aber weitere Star Trek-Filme in der Mache. Wir kriegen Section 31-Film. Der soll ja auf jeden Fall kommen, ja. Genau. Star Trek 4 zeigt immer mal wieder Lebenszeichen, gibt immer noch mal wieder Lebenszeichen von sich. Angeblich soll es ja jetzt eine Prequel-Story sein, die Jahrzehnte vor dem Erstkontakt oder Jahrzehnte vor der Föderation oder vor Archer spielt. Leute haben da schon rein interpretiert, dass die komplett wieder mit der Timeline darum spielen. Also sowas das ist ja sowas wie Caprica, hat bei Battlestar Galactica schon nicht geklappt. Oh Gott, Caprica, ja. Ist es einfach die fünfte Staffel oder die wievielte von For All Mankind? Ja. Ah, bitte reintegriert nachträglich noch Redcon For All Mankind noch mit dem Star Trek-Universum. Bitte. Das wär wirklich sehr, sehr schön. Nein, also die Track-Nerds werden natürlich weitergehen, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und wir haben ja jetzt gesagt, wir wollen dann Audiokommentare zu den Filmen machen. Da müssen wir uns noch ein technisches Setup überlegen, wie wir das am besten hinkriegen. Aber das muss nicht euer Problem sein. Das wird also jetzt so irgendwann im Laufe des Jahres, genauer mache ich es nicht, sonst wieder festgenagelt kommen, und dann werden wir auf jeden Fall da diese Sachen besprechen, aber ihr bleiben euch ja erhalten, das heißt, es geht jetzt weiter mit Acolytes, dann bei den Jedi-Nerds, dann werden wir ja auf jeden Fall noch ein paar Filme besprechen, House of the Dragons, ganz genau, Rings of Power, Power of the Rings, wie auch immer der Kram heißt, da kann ich mir auch nicht mehr, wobei da habe ich irgendwie vom Trailer her so das Gefühl, ich glaube, die haben drauf gehört, ich habe das Gefühl, bei Rings of Power, Power Rings of House, werden die zweite Staffel wird gut. Ich habe so das Gefühl, die haben die Kritik gehört und verstanden. I have a bad feeling about this, weil, weißt du, wen sie jetzt bestätigt haben für die zweite Staffel? Nee. Tom fucking Bombadil. Ach so, ja, doch, ja, genau. Mhm. Da habe ich das Bild auf Twitter gesehen und dachte erst, das wäre ein schlechtes Gandalf-Cosplay. Aber die Porno-Version von Gandalf, aber nee, es war Tom Bombadil. Den Charakter, den bisher alle rausgelassen haben, außer vielleicht irgendeine Spieleadaption, weil er einfach von der Tonalität überhaupt nicht da reinpasst, aber nun gut. Na gut, wir werden es sehen, was dabei rauskommt, da wollen wir nicht vorgreifen. Also, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann würde ich sagen, Däumelein nach oben. Vielen Dank für eure tatkräftige Mitarbeit. Ihr dürft uns natürlich auch noch eure Meinung zum Staffelfinale schreiben an info@nerdizismus.de oder per Sprachnachricht an die 015259647709. Das werden wir auf jeden Fall dann noch einarbeiten, wenn wir dann vielleicht die Audiokommentare machen, beziehungsweise wenn wir dann über die nächste Star Trek Serie reden. Also das wird auf gar keinen Fall schlecht werden. Weiter geht's, wie gesagt, mit Acolytes. Das wird wahrscheinlich das nächste werden. Und wer uns live sehen möchte, beziehungsweise mich live sehen möchte, der kann das am Mittwoch wieder tun bei den Kollegen von Last Geek Tonight. Da bin ich mit dem Chris wieder im Stream. Und dann am 22.06. im Rabbit Hole Theater. Ich habe euch gerade den Link für die Tickets nochmal reingestellt. rabbithole-theater.de/nerdichrismus. Da ist dann, wie gesagt, die gute Nina, aka Idenkraft, zu Gast. 15 Uhr geht's los, also Samstagmittag, 15 Uhr. Und das wird eine ganz, ganz tolle Show. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Ich habe zwei von diesen Shows gesehen. Ich spreche eine Empfehlung aus. Ja, vielen Dank dafür. Und ihr könnt euch auch schon mal die Show mit dem Douglas Stahl anschauen. Die findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von Last Geek Tonight. Da könnt ihr euch schon mal anschauen, was euch da erwartet. Der Douglas war ja vor 2 Wochen bei uns zu Gast. Und das war wirklich auch sehr, 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 sehr lustig. Und von daher, wer da nochmal reinschauen will, der kann das auch gerne tun. Und dann poste ich euch eben nochmal schnell diesen Link hier auch nochmal. Dann habt ihr jetzt heute Abend noch was zu gucken oder für die nächsten Tage. Wer zimmerfrei mochte, wird uns lieben, sage ich immer. Und in diesem Sinne, euch vielen Dank fürs Mitmachen. Sven, dir vielen Dank. Wie bei Discovery, der Vorhang viel zu früh gefallen. Der Vorhang ist viel zu früh. Ja. Also Sven, dir vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Michael, dir vielen Dank. Wir hören uns ja sowieso wieder. Und euch da draußen, macht es gut. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.